Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Gögel, ich bin der Leiter der Volkshochschule Oldenburg und freue mich, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind, hier in die alte Flywa in Oldenburg zu kommen. Ich begrüße Sie zur zweiten Veranstaltung unserer diesjährigen Kompassreihe. Wie wir alle wissen, hatten wir auch diese Veranstaltung ursprünglich anders geplant. Und deshalb ist dieses Jahr auch ein besonderes Jahr. Aber nicht nur deswegen ist es ein besonderes Jahr für die VHS Oldenburg, sondern wir begehen in diesem Jahr unser 100. Gründungsjubiläum. Und aus diesem Anlass hatten wir eben vieles geplant und vorbereitet. Aber wie ich eben sagte, vieles von dem kann jetzt nicht stattfinden oder anders. So auch die heutige Veranstaltung. Und damit das möglichst viele Menschen miterleben können, was hier heute Abend passiert, wird eben diese Veranstaltung als Livestream übertragen. Das Motto unseres Jubiläumsjahres ist: Zukunft beginnt heute, weiterdenken, neudenken, umdenken. Und mit diesem Ansatz haben wir eben auch diese Kompassveranstaltung geplant, um aus den Vorträgen und den anschließenden Diskussionen möglichst viele Impulse für unsere Entwicklung der Gestaltung der Gegenwart und Zukunft in und um Oldenburg zu gewinnen. Denn eines hat uns die Krise, die wir gerade durchlebt haben, gezeigt und deutlich gemacht: Für unsere Zukunft kommt es auf jede und jeden an. Es ist unser Verhalten, das Veränderungen bewirken kann, und wir müssen uns nur darauf einlassen, weiterzudenken, neu zu denken oder umzudenken. Dafür stellen wir heute das Thema Bildung in den Mittelpunkt. Unter dem Titel Bildung anders denken, Bildung für eine zukunftsfähige Gesellschaft, spricht gleich Frau Margret Rasfeld zu uns. Liebe Frau Rasfeld, herzlich willkommen in Oldenburg. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie waren von 1976 bis 2016 in Nordrhein-Westfalen, also zunächst in Nordrhein-Westfalen und hinterher langjährig in Berlin im Schuldienst. In Berlin haben Sie ab 2007 bis zu Ihrem Eintritt in den Ruhestand die Evangelische Schule Berlin Zentrum geleitet, die heute als international anerkanntes Beispiel für das gilt, worüber Sie heute Abend sprechen werden. 2012 waren Sie Mitbegründerin der Initiative Schule im Aufbruch, die sich für eine neue und nachhaltige Bildungskultur einsetzt. Damals wie heute engagieren Sie sich als Autorin und Rednerin für einen Paradigmenwechsel in der Bildung. Sie wurden ausgezeichnet mit dem Vision Award 2012 und dem Querdenker Award 2013. Nach dem Vortrag, meine Damen und Herren, folgt unter der Moderation von Herrn Bartel-Pester eine Podiumsdiskussion, wie wir die Erkenntnisse und Thesen von Frau Rasfeld in der Region umsetzen können. Herr Pester engagiert sich in und um Oldenburg unter anderem mit dem Projekt Werkstatt Zukunft. Und auf dem Podium begrüßen wir nachher Herrn Matthias Welp, Leiter des Amtes für Schule und Bildung der Stadt Oldenburg, und Frau Silke Müller, Schulleiterin der Waldschule in Hatten. Darüber hinaus nehme ich an der Podiumsdiskussion teil. Und im letzten Abschnitt können Sie, meine Damen und Herren, Ihre Fragen an die Runde stellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Volkshochschule Oldenburg kann alle Veranstaltungen der diesjährigen Kompassreihe und in ihrem Jubiläumsjahr damit kostenfrei anbieten, weil wir durch die LZO, Landessparkasse zu Oldenburg, und die EWE unterstützt werden. Dafür danke ich diesen Unternehmen herzlich. Und nun, Frau Rasfeld, freuen wir uns auf Ihren Vortrag und ich wünsche uns und Ihnen einen erkenntnisreichen Abend.
Ich freue mich, dass ich wieder einmal in Oldenburg bin. Oldenburg ist ja eine richtige Bildungsstadt und hat ja auch eine tolle Uni. Nächste Woche, habe ich gehört, ist wieder die pädagogische Woche. Jetzt muss ich mal eben fragen, darf ich mich auf der Bühne bewegen für die Filmer? Oder sollte ich lieber möglichst mich nicht bewegen? Keine Antwort, okay. Ja, das Thema ist auch mein Thema, Weiterdenken, Neudenken, Gestalten, wobei Neudenken, Umdenken, wobei darunter natürlich dann gestalten muss, weil vom ganzen Denken haben wir auch nicht so viel, wenn wir nicht ins Handeln gehen, aber darum geht es ja heute auch vor allen Dingen auch im Anschluss. Ich werde zu vier Aspekten reden. Erstens, mit welchen Herausforderungen haben wir uns alle gegenwärtig auseinanderzusetzen, wenn wir nicht scheitern wollen vor uns, vor der Welt, vor der Zukunft. Zweitens, was heißt dann in diesem Kontext, was heißen dann Zukunftskompetenzen, Zukunftshaltungen sind das ja vor allen Dingen. Drittens, das führt dann zu einem Paradigmenwechsel, nicht nur in Schule, sondern in der gesamten Gesellschaft. Und dann gebe ich Ihnen noch ein paar Inspirationen, alle Sachen, die es schon gibt. Und manchmal kann man, und eine Idee habe ich Ihnen mitgebracht für Oldenburg. Ja, wir leben in existenziellen Krisen. Wir haben so ein Lebensmodell, das heißt höher, schneller, weiter, mehr, in Konkurrenz gegeneinander. Das Wachstums, der Wachstums- und Optimierungswahn hat uns jetzt wirklich in Grenzen geführt, ist nicht zukunftsfähig. Wir stecken tief in einer dramatischen Klimakrise. Wir überschreiten bereits Kipppunkte im Erdsystem. Wenn die einmal überschritten sind, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. Wir befinden uns im größten sechsten Massensterben. 1 Million Tierarten sind gefährdet und wir vernichten alle 12 Minuten eine Art. Das schon seit 30 Jahren. Ich habe das schon vor 30 Jahren mit meinen Schülerinnen und Schülern besprochen. In jeder Minute verhungern 11 Kinder. Das sind 700 Kinder pro Stunde. Und in Deutschland, pro Stunde, genau. Und in Deutschland werden in jeder Stunde 18 Tonnen genießbare Lebensmittel weggeschmissen. 300 Kilogramm pro Sekunde. 300 Kilogramm genießbare Lebensmittel pro Sekunde. Unser Planet brennt an allen Ecken und Enden. Wir sehen es jeden Tag in der Tagesschau. Und wir stecken so in drei großen Krisen, der ökologischen, der sozialen Krise, die Schere geht immer weiter auseinander, und in der Sinnkrise. Immer mehr Menschen spüren, dass es das nicht sein kann, dass das nicht die Sinnerfüllung ist, und machen sich Gedanken. Und diese ganzen Krisen sind Ausdruck zunehmender Entfremdung zwischen uns und der Natur, von Mensch zu Mensch und ihm selbst. Und es gibt noch einen wichtigen Tag, werden Sie wahrscheinlich kennen, den Earth Overshoot Day. Wir entnehmen der Erde Ressourcen und geben aber einen Teil ja auch wieder zurück in Kreisläufen, aber wir entnehmen mehr, als wir zurückgeben. Und der Tag, an dem diese Balance überschritten ist, den nennt man Earth Overshoot Day. Der lag 1970 im Dezember und liegt jetzt Ende Juli. Und wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, dann liegt der Anfang Mai. Und wenn alle so leben würden wie wir, bräuchten wir mehr als 3 Erden. Also man kann so sagen, in Europa sind die Werte alle gleich. Mehr als 3 Erden, wir haben aber nur eine. Das heißt, wir haben eine riesengroße Aufgabe vor uns. Dafür gehen unsere Kinder auf die Straße. Am Freitag, habe ich gerade gehört, war ja auch hier in Oldenburg eine Fahrraddemo, glaube ich. Und zum Glück gehen die, und zum Glück gehen da jetzt auch schon Erwachsene mit, aber die haben ja das Thema erstmal hochgebracht und auf die Straße gebracht. Und was wir jetzt schaffen müssen und wo wir uns schon drin befinden, das nennt man die große Transformation. So ganz platt gesagt, von 3 Erden auf eine, ganz schön große Aufgabe. Und da kann Technik viel bewirken, erneuerbare Energien und solche Dinge. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Einstellung und Haltung ändern, unsere Konsum-, Ernährungs- und Mobilitätsmuster. Und so neue Haltungen sind
Zum Beispiel Zeitwohlstand statt Güterreichtum, Teilen statt Besitzen, Gemeinwohlorientierung statt Profitmaximierung, Bewusstseinswachstum statt materiellem Wachstum und so weiter. Ja, es gibt schon eine ganze Reihe Ansätze, die hört man meistens nicht so in den Medien, aber wer sich damit befasst, mit diesen ganzen Good News, die es schon gibt, der wird viele gute Beispiele finden, aber es reicht lange nicht. Und eine so große gesellschaftliche Umorientierung im geistigen Sinne erfordert immer auch eine Transformation des Bildungssystems. Denn Bildung spielt eine zentrale Rolle. Und darauf will ich jetzt eingehen. Also zum einen, welche Kompetenzen und Haltung aufwächst, um diese aus dem Ego in die Kraft des Wir zu gehen und um diese Transformation auch wirklich gestalten zu können. Und zum anderen lege ich mal den Finger in die Wunde, werfe einen Metablick auf das System Schule, weil dann werden Sie feststellen, dass genau die Haltungen, die wir brauchen, da im System noch nicht verankert sind. Ja, zum einen braucht man jetzt für die Zukunft, und das erleben wir gerade in Corona, den Umgang mit Unsicherheit, disruptiven Veränderungen und Komplexität. Wir sind da jetzt reingeschmissen worden und sehen ja auch, wie viele Menschen da Schwierigkeiten haben, mit umzugehen, auch in Angst gehen. Unsicherheit birgt eigentlich ein hohes schöpferisches Potenzial. Auch das erleben wir bei Corona. Aber Schule geht ja nun gerade nicht sehr mit Unsicherheit und Veränderung um. Der Lehrer geht in die Klasse, also ich muss noch dazu sagen, keine Lehrerschelte. Ich schätze Lehrerinnen und Lehrer sehr. Ich war 39 Jahre im Schuldienst, aber dieses System macht es ganz schön schwer. Und oft läuft ja noch, die Ausbildung so, dass Referendare genau aufschreiben müssen, was in der Stunde rauskommt, wie das Tafelbild aussieht und so weiter. Also von Unsicherheit, Veränderung, Komplexität ist da nicht so viel. Die 4 Ks, die immer wieder genannt werden, Kreativität, Kooperation, kritisches Denken und Kommunikation. Und dann wichtig an Haltung, lösungsorientiert denken und handeln, das gewohnt zu sein und nicht zu sagen, geht nicht und dürfen wir nicht und solche Dinge. Und dann natürlich Empathie, Solidarität und Mut. Wir müssen lernen, zusammenzuleben, achtsam und in Fürsorge, gemeinschaftlich und miteinander statt gegeneinander. Wir haben in Deutschland ein Schulsystem, das die Selektion fördert und nicht das Miteinander. Und gerade jetzt auch in Niedersachsen mit diesen 4 Schulformen, dass jetzt noch diese Oberschule dazugekommen ist. Ich kenne Eltern, da wird eine Realschule aufgelöst, die sagen, mit so einem Gesocks von Hauptschülern soll mein Kind nicht zusammenkommen. Also unser Schulsystem ist wirklich aus dem Mittelalter und wir müssen dringend, dringend das überwinden und zu einem gemeinsamen Lernen kommen, denn wir wollen, wie das Zusammenleben in der einen Welt lernen, wenn wir uns nicht trauen, unsere Kinder 9 Jahre zusammen auf eine Schule gehen zu lassen. Ja, oder Diversity, der Umgang mit Diversity, eine ganz hohe Zukunftskompetenz, die verwehren wir eigentlich unseren Kindern. Vor allen Dingen, also lasse ich jetzt. Ja, und dann geht es natürlich um Verantwortung zu lernen, die dreifache Verantwortung für sich selbst übernehmen, für andere und für unseren Planeten und dann noch den Mut zu haben, zu handeln. Uns Erwachsenen fehlt es ganz schön an Mut. Was wirklich zählt, ist Wertschätzung, Beziehung, Partizipation, Verantwortung und Sinn und Partizipation auf der Ebene Unterricht ist noch, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, und jetzt schaue ich nochmal jetzt auf die Schule als System. Vom Metablick auch in die Schule ist dieses Modell höher, schneller, weiter, mehr eingezogen. Heißt hier schneller, effizienter, Bestnote in Konkurrenz gegeneinander. Kein Mensch möchte, dass die Kinder in Konkurrenz gehen. Aber es ist einfach so, eine Arbeit wird zurückgegeben. Ich bin aber besser, kriege ich noch Pünktchen dafür. Noten entscheiden, ob du aufsteigst, ob du vielleicht die Schule verlassen musst und so weiter. Ja, und dann haben wir wir teilen die Kinder im Alter von 9 oder 10 Jahren in Gewinner und Verlierer auf. Das ist
da wird der Geist von Spaltung und besser und schlechter schon ganz früh in diese Kinder gelegt. Die würden sich selber gar nicht aufteilen wollen, wenn wir die Erwachsenen das nicht so in die hineingeben. Ich habe da mal jetzt die salutogenetischen Grundfaktoren aufgeschrieben, also das, was Menschen gesund hält. Die heißen Verstehbarkeit, Partizipation und Sinn. Wenn man da mal Schule sich anguckt, Komplexität zu verstehen, Systeme zu verstehen, überhaupt zu verstehen, warum ich jetzt dieses Blatt hier ausfüllen soll. Daran hapert es sehr. Wir zerstückeln alles in Häppchen, wo wir lernen müssen, Zusammenhänge zu verstehen. Partizipation, statt Partizipation haben wir das Gegenteil, Fremdbestimmung, ständige Kontrolle, ständige Tests und Bewertungen. Ja, und bei Sinn braucht man sich nur morgens in die U-Bahn in Berlin zu setzen und Kinder über Schule reden zu hören, dann weiß man, dass der Sinn fehlt. Und der Sinn ist eine der größten gesundheitsfördernden Faktoren, Sinn stiften, zu leben, zu handeln, sich selbst einbringen zu können. Es gibt etwas, das nenne ich den heimlichen Lehrplan, das ist das, was wirklich zählt. Wir vergessen nämlich ganz viel von dem, was wir an Wissen aufgenommen haben. Und der heimliche Lehrplan ist die gelebte Kultur des Wie des Lernens. Und da haben wir an Werten Stoff vor Mensch. Schulbuch muss durch, jetzt keine Zeit und so weiter. Stoff vor Mensch, Kontrolle vor Vertrauen. Und die Zeit für Kreativität ist oft nicht da. Es gibt zwar Ausnahmen schon, auch Schulen, die schon anders sind, aber in der Mehrzahl der Schulen ist die Woche vollgestopft. Und dann ist dafür keine Zeit für das, worauf es wirklich ankommt und was unsere Zukunft noch retten kann. Die Kreativität, das schöpferische Tun, da ist ja noch so viel da, was wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Und Studien haben auch gezeigt, dass so 40% des humanen Potenzials gar nicht gehoben werden in den Schulen, weil wir so kognitiv ausgerichtet sind. Und im System herrscht große Angst auf allen Ebenen. Dann diese Standardisierung und Normierung tötet das Potenzial der Vielfalt und der Kreativität. Kinder werden ausgerichtet, im Gleichschritt zur gleichen Zeit irgendwelche Standards zu erfüllen. Wofür eigentlich? Gleichzeitig wird von Individualität gesprochen und individualisiertem Lernen. Und Kinder werden damit verzweckt. Verzweckt, Erwartungen zu erfüllen, die die Eltern haben oder so ein Schulbuch oder ich weiß nicht, wer sich diese Standards da ausgedacht hat. Ich halte viel davon, dass natürlich jeder sinnentnehmend lesen kann, Dinge versteht und die Grundlagen von Mathematik kann. Aber wie wir da Standards abhaken, zum Teil mit bei PISA mit so Ankreuzaufgaben oder so, das ist schon seltsam. Und wir treiben das so weit, immer mehr Kinder werden krank in dem System, denn wer zum Objekt fremder Erwartungen gemacht wird, wird entwürdigt. Und immer mehr Kinder werden krank, ungefähr 60% der Kinder sind krank durchs System und wir sagen, na gar, dann brauchen wir eben mehr Psychologen und mehr Sozialarbeiter. Ja, hallo? Kinder sind Seismografen. Wir sollten mal uns überlegen, warum werden die denn krank? Und das geht so weit, dass wir Kinder im Burnout haben, zunehmend 9-jährige Kinder im Burnout. Und die Ursache ist der verinnerlichte Leistungsanspruch. Und sie haben den Eindruck, sie können die Erwartungen ihrer Eltern nicht erfüllen, ihrer Freunde nicht erfüllen. Und gehen dann in eine Erschöpfungsdepression, eine richtig schlimme. Und die Noten können wir auch mal durch individuelles Feedback ergänzen. Niemand gibt Noten, außer unser Schulsystem. Ich habe mal noch einen kleinen Einschub. Algorithmen zu erstellen, die gut darin sind, dir das nächste Video zu empfehlen oder dich ein Foto mit Filter machen zu lassen. Photo with a filter on it.
wir den Kindern nicht geben im System, holen die sich dann über Social Media und werden abhängig von den Likes und im Hintergrund läuft die Gelddruckmaschine. Ich empfehle Ihnen sehr einen Film, der heißt Das Dilemma der sozialen Medien. Es läuft gerade nur über Netflix. Da läuft es Ihnen kalt den Rücken runter. Ja, aber wir können dem etwas entgegensetzen, in Familie und auch in der Schule. Ja, dieses ist der berühmte Test, da hat man 1600 Kindern eine Aufgabe gegeben, die man nur mit hoher Kreativität lösen kann. Sie sehen, im Alter von 5 Jahren haben 98% diese Aufgabe gelöst, kreativ. Und das war eine Langzeitstudie und diese Kinder sind dann alle 5 Jahre wieder mit ähnlichen Aufgaben konfrontiert worden. Und Sie sehen, die Schule liegt dazwischen. Bei uns Erwachsenen ist noch 2% übrig. Im Durchschnitt, aber es kann reaktiviert werden. Kreativität lässt sich immer wieder aktivieren. In the box, funktionalisiert über das System. Ja, Lernen braucht Begeisterung. Begeisterung braucht Bedeutsamkeit und Bedeutsamkeit braucht eben Sinn. Und ich habe ja jetzt nur mal so ein paar Schlaglichter geworfen, das zeigt jetzt das, was Kindern gut tut, was uns allen gut tut und was aber auch die Zukunft braucht. Die Transformation wird sträflich vernachlässigt und an Haltung im Schulsystem wird genau aufs Gegenteil nochmal, nämlich Konkurrenzgeist, Ego, Verzweckung von Kindern und so weiter fokussiert. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, jetzt braucht es eine, ich noch mal am Anfang anfange, es braucht eigentlich eine Vision, wohin wollen wir eigentlich als Gesellschaft gehen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir zusammenleben? Wie soll die Zukunft aussehen? Und dafür braucht es dann diese Vision für die Bildung. Und es gibt diese Vision schon, jetzt kommen die Hoffnungssachen, es gibt diese Vision schon. We can be. We must be. The first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. Ja, das sind die 17 globalen Ziele. Die heißen auch Agenda 2030, weil die bis 2030 erreicht sein sollen. Ich habe Ihnen da auch nochmal eine Karte hingelegt mit einem Text drauf, was dann der Sinn von Bildung ist von der UN. Die heißen auch SDGs, Sustainable Development Goals, alles dasselbe. Global Goals, Sustainable Development Goals, Agenda 2030. Die sind vor fast genau 5 Jahren verabschiedet worden. Letzten Freitag vor 5 Jahren, am 25. September 2015. Das heißt, 5 Jahre gibt es die schon. Es wird, auch wenn man sich damit befasst und dafür interessiert, werden die Ihnen ganz oft begegnen. Überall auf der Welt wird daran gearbeitet. Auch wenn man manchmal denkt, genau das Gegenteil passiert ja gerade, aber alte Systeme müssen sich dann nochmal wehren in Zeiten von Transformation. Ja, wir können es tatsächlich schaffen, friedliche, gerechte, ökologische, inklusive Gesellschaften aufzubauen. Geld ist genug da, es geht in falsche Kanäle, aber es geht so um jetzt eine andere geistige Haltung, andere Einstellung. Und dabei muss man auch mit Dilemmata umgehen, auch in den SDGs stecken einige Dilemmata, aber das ist ja gerade das Spannende. Und auch mit Ambiguitäten umzugehen. Und Bildung ist der Schlüssel, da sind sich alle einig, weil ja gerade Bildung auf andere Werte sich ausrichten muss, diesen Paradigmenwechsel braucht. Quality Education ist nicht quantitativ, mehr Quantitatives und mehr Effizienz. Und die UNESCO hat 2015 einen Weltaktionsplan herausgebracht, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und die UNESCO spricht ganz klar von einem Paradigmenwechsel. Da müssen Sie sich vorstellen, den heimlichen Lehrplan einmal vom Kopf auf die Füße gestellt. Und die UNESCO hat schon 1996, schon vor 24 Jahren, eine neue Orientierung des Curriculums empfohlen, auf den 4 Säulen Lernen, Wissen zu erwerben. Das ist genauso wichtig wie das Zusammenleben lernen,
ist genauso wichtig, wir lernen zu handeln und genauso wichtig, wir lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Gaben? Was braucht die Welt? Wie kann ich meine Gaben mit den Herausforderungen der Welt matchen und selbst sinnstiftend wirksam werden? Und da braucht man nicht nur Deutsch, Englisch, Mathe natürlich, da braucht man starke Persönlichkeiten und jeder hat ja seins. Ist auch toll, dass wir so verschieden sind. Und jetzt ist was Tolles passiert, nämlich Deutschland hat diesen Weltaktionsplan in einen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung umgewandelt. Da haben 350 hochrangige Leute vom Arbeitgeberpräsident bis ja, alle wichtigen gesellschaftlichen Akteure saßen zusammen und der wurde schon 2017 im Juni verabschiedet. Kaum einer weiß davon. Alle Kultusminister, Ministerinnen haben den unterzeichnet und es gibt da 6 Handlungsfelder, Kita, da fängt es nämlich an, Schule, Berufsschule, Hochschule, Kommune und Jugendpartizipation als ganz wichtiges Feld. Deswegen freue ich mich total. Sie haben mir das gerade erzählt, Herr Welpe, ne? Dass hier die Fridays for Future eingebunden sind in Runden hochrangig mit Verwaltung und Politik. Wenn wir über die Zukunft der Bildung hören, in der Presse steht da Digi, 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 Digi. Und das Geld regnet vom Himmel. Dieses Thema wird überhaupt nicht pressemäßig vorangebracht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, und die UNESCO sagt, der Sinn von Schule ist es, zu lernen, die Welt zu verändern. Das ist der neue Sinn von Schule, sich selbst und die Gesellschaft zu transformieren. Und jetzt komme ich zu einem Teil, wo ich Ihnen mal ein paar Duftnoten, ein paar Inspirationen mitgebe. Die erste ist jetzt etwas, das ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, aber eine wichtige Zukunftskompetenz ist natürlich, dass man sich selbst organisieren kann in einer rasch sich verändernden Welt. Und es gibt ja schon viele Schulen, nicht nur Montessori, wo Schülerinnen und Schüler selbst organisiert lernen, oft jahrgangsgemischt, sodass sie sich gegenseitig auch helfen können und die Lehrerinnen und Lehrer dann auch viel mehr Zeit haben, sich mal einzelnen Gruppen zuzuwenden. Und ganz wichtig, in solchen Lernarrangements bestimmt man selbst, wann man sein Thema abschließt. Ich meine, jetzt halben das Thema jetzt Prozentrechnung oder sowas, also schon die Themen, die auch in den Curricula vorkommen, und schreibt individuell seinen Test. Angst und Druck wird aus dem System genommen und der Paradigmenwechsel heißt von du sollst und morgen wird der Test geschrieben und so weiter zu ich kann. Super, nächste Woche kriege ich mein Zertifikat, das ganz Persönliche, was mir mein Lehrer dann gibt und schreibt. Dafür ist jetzt allerdings wichtig, dass die Kinder auch gecoacht werden. Die Lehrer gehen ja in eine neue Rolle, die werden Lernprozessbegleiter. Und wenn man sagt, jetzt macht mal alles selber, das wird bei einigen gut gehen, aber lange nicht bei allen. Weil wenn die das nicht gewöhnt sind und so im Erfüllermodus sind, sag mir, was ich tun soll, das mache ich dann auch, dann dauert es ein bisschen. Und deshalb ist an Schulen, die so arbeiten, kriegen Lehrer auch bezahlte Stunden, um die Jugendlichen, die jungen Menschen zu coachen. Und das ist der Kern der Beziehungskultur. Jetzt bei Corona wird ja viel darüber geredet und es wird ja auch deutlich, dass viele gar nicht gelernt haben, sich selber zu organisieren und selbst zu lernen. Die Schulen, die so arbeiten, haben jetzt mit Fernunterricht natürlich überhaupt keine Probleme. Da machst du morgens deinen Chat auf, die holen sich ihr Material, dann digital arbeiten, tun sich in kleinen Grüppchen zusammen und so weiter. Ja, jetzt kommt etwas, das ist noch nicht so in die Schulkultur eingezogen. Wie lernst du denn Verantwortung? Du lernst doch nicht Verantwortung am Schultisch aus dem Buch. Du lernst doch Verantwortung, indem du Verantwortung übernimmst. Und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, haben Sie schon gehört, und durfte da 1996 Schulleiterin werden, einer Gesamtschule im sozialen Brennpunkt, die wir auf diesen 4 Säulen der UNESCO aufgebaut haben. Haben viel im Stadtteil gemacht und so. Und dann kamen die Kinder, als sie 12 waren, und sagten, Frau Rasfeld, wir brauchen gar keine Lehrer, wir können auch alleine gehen.
Und so ist das Schulfach Verantwortung entstanden, 1999, also vor 21 Jahren. Und bedeutet nichts anderes, als dass den Kindern Zeit gegeben wird und sie suchen sich eine soziale oder ökologische Verantwortung im Gemeinwesen. Hat lange Tradition, viele Schulen sind dem schon nachgefolgt. Sie sehen hier, man kann vorlesen in Kindergärten, man kann naturwissenschaftliche Versuche machen in Kitas oder Grundschulen, was Künstlerisches oder auch einfach nur da sein. Computerkurs für Senioren geben, haben wir schon im Jahr 2000 gemacht, das ist ein Bild von vor 20 Jahren. Oder auch Handykurse oder jetzt könnte man auch vielleicht Schülerinnen und Schüler einspannen, wenn sich die Volkshochschule mal neue digitalisierte Formen ausdenkt. Und so ältere Menschen kommen damit nicht klar, könnten die Berater sein oder. Sich um alte Menschen kümmern, sich um Flüchtlinge kümmern, ökologische Sachen machen oder wie hier. Und die Schüler meiner Schule gehen als Botschafter in Schulen im sozialen Brennpunkt und helfen anderen Kindern beim Lernen. Mit Riesenerfolg. Die Lehrer sagen, könnt ihr nicht jeden Tag kommen. Ja, und was passiert? Die Kinder merken, wow, da wird mir Verantwortung zugetraut. Ich zähle, ich bin wichtig. Die freuen sich, wenn ich komme. Dann geht ihnen natürlich auch das Herz auf. Und viele sagen, ich habe ja jetzt heute hier keine neben mir. Ich nehme oft sonst auch junge Menschen mit. Die sagen, boah, dass mir das zugetraut wurde, das hat mich richtig erhoben. Potenzialentfaltung heißt immer, ich traue dir etwas zu, ich mute dir etwas zu. Ja, noch ein anderes Beispiel, Herausforderung. Kernkompetenzen für die Zukunft sind der Umgang mit Unsicherheit und Veränderung. Und Herausforderung heißt, wir gehen hinaus in die Welt, also manche, das variiert ein bisschen, aber bei uns ist so, wenn die 13, 14, 15 sind, gehen die jeweils zu Beginn des Schuljahres 3 Wochen hinaus in die Welt, ausgestattet mit 150 Euro und müssen überleben. Wenn alle in Pfadfindergruppen werden, bräuchte man dieses Format nicht. Aber leider leben Kinder ja in hoher Angst ihrer Eltern. Helikoptereltern, so ein Wort gibt es sogar schon. Pass auf, Kind, und Vorsicht, und mach dies nicht, und mach jenes nicht. Ja, und was machen die? Die gehen entweder wandern, manchmal mit 14 Kilo auf dem Rücken oder 20, je nachdem, ob man einkaufen kann oder nicht. Die sind auf dem Wasser unterwegs, sind mit dem Fahrrad unterwegs. Man einfach nur unterwegs zu sein, ist schon eine hohe Anforderung. Aber manche machen auch so Sachen wie, im vorletzten Jahr sind die deutsch-französische Kriegsgrenze abgegangen und haben ihre Emotionen aufgeschrieben und haben ein Buch daraus gemacht. Sie sind die ganze Zeit in der Natur und verbinden sich damit. Bei Wind und Wetter und Sternen, klatschenass oder mit Sonne. Sie müssen verzichten auf den alltäglichen Komfort. Es gibt eben keine warme Dusche, kein Kühlschrank, der voll ist und so weiter. Und sie machen so manches, was vielleicht, wenn die Eltern daneben stehen würden, nicht erlaubt wäre. Und zum Schluss freuen sie sich, wenn sie es geschafft haben. Sie müssen sich vorstellen, 3-mal, 13, 14, 15. Manche Schulen machen es einmal. In Niedersachsen gibt es auch schon etliche Schulen. Voll in der Pubertät, du kriegst natürlich Krach. Sei es, ob die Marmelade jetzt gekauft wird oder nicht und so weiter. Und du kannst nicht abhauen. Also du musst dich damit auseinandersetzen und die werden auf einmal teamfähig, die lernen Dinge, da denkt man manchmal, die haben einen Kurs, gewaltfreie Kommunikation inzwischen mitgemacht, die haben ein Riesenpotenzial. Wer jetzt denkt, was machen die da? Ich muss Ihnen zu Ihrer Beruhigung sagen, es geht jemand mit, der über 18 ist. Und also aus rein rechtlichen Gründen eigentlich. Aber es hat sich herausgestellt, dass man da was ganz Tolles rausmachen kann. Wir nehmen nämlich angehende Lehrer, Sozialarbeiter und Erzieher mit. Wir haben Kooperation mit Universitäten. Und die lernen dann in dieser Begleitung, die müssen sich nämlich zurückhalten, genau dieses Neue, was du an der Uni nicht kriegst. Wie ticken Jugendliche,
wie funktioniert so ein Team, wow, welches Potenzial in denen steckt, ich kann auf Augenhöhe mit denen kommunizieren und ich habe natürlich, die sind ja auch out of the box, 3 Wochen lang. Ne? Unsere Jugendlichen jetzt aus der Schule in Berlin nehmen seit 4 Jahren keine Handys mehr mit, weil es immer so ein paar Eltern gibt, die jeden Tag anrufen. Kind, es hat geregnet, sollen wir die trockenen Sachen bringen, möchtest du nicht nach Hause kommen? Haben sie beschlossen, dass sie keine Handys mehr mitnehmen. Und wenn die jetzt hier stehen würden, würden die sagen, ich habe es keine Minute vermisst. Wir hatten Besseres zu tun. Und das ist wirklich so. Ja. Hier nochmal ganz kurz. In der zweiten war ich Fahrradfahren in Schweden und Wildzelten. Und ich habe wirklich, es war so eine krasse und intensive Erfahrung. Es waren einfach 3 Wochen in der Wildnis. Wir hatten nicht mal Musik. Und dann kam ich nach Hause und habe in meinem Bett gelegen, frisch geduscht und habe Musik gehört und habe so gedacht, so, oh Gott, danke für alles, was hier ist. Und es hat mir so einen richtig anderen Blick auf die Dinge gegeben. Das fand ich total schön. Ja, und wenn man für 3 Wochen 150 Euro hat, das ist 5 Euro pro Tag, wo du auch Zugfahrten oder alles von bezahlen musst, kannst du dir keine Jugendherberge und einen Kanzelplatz leisten. Also musst du hingehen, anklopfen, hallo, wir sind hier die Herausforderungsgruppe, können wir in ihrem Garten schlafen und so weiter, und die machen die tollsten Erfahrungen. Die tollsten Erfahrungen. Beim ersten Mal kommen die alle wieder und sagen, ich hätte nie gedacht, wie freundlich die Menschen sind. Und das zeigt ja, dass die etwas anderes im Kopf hatten. Sonst würden sie das ja nicht so erstaunt sagen. Schon dafür lohnt sich Herausforderungen. Denn was noch eine ganz, ganz wichtige Haltung und Kompetenz ist, ist, sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Menschen neigen dazu, viele Fremdes abzulehnen. Und da haben wir ja genügend Probleme mit. Und das kann man auch mal ein Jahr zum Schulprogramm machen. Sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Was kann das sein? Da werden die Kinder und Jugendlichen genügend Ideen zu haben. Aber bei Herausforderungen passiert das eben auch. Und letztendlich lernen sie da den Umgang mit Unsicherheit. Sie wissen nie, ob sie einen Schlafplatz kriegen. Die kriegen immer einen. Aber so die Unsicherheit ist ja da. Was genau passiert an dem Tag? Die Herausforderung ist geplant, aber du kannst das Leben nicht planen. Es passieren Veränderungen, du lernst den Umgang mit plötzlichen Veränderungen, damit auch letztlich scheitern. Wenn du dir einen Plan gemacht hast und dann geht der nicht auf. Ja, und sie merken, wow, wir haben ja alles in uns, um damit umzugehen und neue Lösungen zu finden. Auch ein interessantes Format. Also was ich mache, ist, ich nehme die Herausforderung und sage, und wie könnten dazu Lernformate aussehen? Und diese Herausforderungen stehen ja alle in Schulgesetzen drin. Steht alles vorne drin. Und da muss man sagen, okay, jetzt überlegen wir, wie kann das aussehen? Und dann habe ich jetzt noch eine Idee mitgebracht. Und die könnte ich mir gut vorstellen, dass die passt, gerade für Oldenburg, wo hier schon so viel in Gang ist. Und das ist der Friday. Habe ich Ihnen auch hier vorne Karten hingelegt, der Friday. Wenn der Sinn von Schule ist, lernen, die Welt zu verändern, dann geben wir dafür jetzt eine Zeit. Denn wenn wir etwas wollen, braucht es Orte, Zeiten, Räume, strukturell verankert. Und nicht nur, wer Glück hat und ist bei Lehrer X, der darf dann sowas haben und die anderen nicht. Und da geht es natürlich auch um die SDGs, ist ja klar, um die Zukunftsfragen. Stellt das Leben in Frage und nicht das Arbeitsplatz. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die sie wirklich interessieren. Sie können rausgehen in die Gemeinde, sich dort engagieren, eigene Projekte durchführen und so sehen, hey, ich kann etwas bewegen. Der Friday bietet das Potenzial für Schülerinnen, sich während der Schulzeit gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Der Friday bietet mir den Freiraum, eine nachhaltige Cafeteria zu gestalten. In der Schule findet Kreativität oft nur in bestimmten Rahmen statt. Also zum Beispiel darfst du in Deutsch kreativ schreiben, aber nur über ein bestimmtes Thema. Ich wünsche mir einfach mehr Freiraum in der Schule. Ganz konkret bedeutet das, 4 Stunden an einem Tag in der Woche, strukturell verankert im Curriculum, jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit und Themen, die von Kindern und Jugendlichen kommen. Aus diesen Gründen fordern wir von der Politik, sich ernsthaft mit dem Friday auseinanderzusetzen.
Ja, wir brauchen gar nicht die Politik. Jede Schule kann den einführen. Brauchst keine Politik für. Aber wenn von oben, die sind ja alle so ängstlich. Und, nee, ist jetzt ein falscher Satz. Aber viele Lehrerinnen und Lehrer sind auch ängstlich. Und wenn von oben das Signal kommt, Leute, das ist was Tolles, macht das, dann haben es manche leichter. Also der Kultusminister in Niedersachsen findet den Friday super. Ja, was kann man da so machen am Friday? Viele setzen sich mit dem Thema Plastik auseinander oder werden Energieberater, gründen Klimarat an der Schule, organisieren vielleicht mal eine Klimawoche in ihrer Stadt. Dieses ganze Thema Klamotten in einer Jeans steckt ja, wenn man sie kauft, mehr Wasser drin, als ein Mensch in 20 Jahren trinkt. Als unsere Schüler das rausgefunden haben, waren die entsetzt. Was haben sie jetzt gemacht? Klamottentauschbörse. Dieses ganze Thema Kleidung ist ja ein riesiges. Oder aber auch... Ich hatte vor 2,5 Jahren, musste ich in meiner Klasse ein Referat über die Klimakrise halten. Als ich das vorbereitet habe, habe ich El Gores Film Eine unbequeme Wahrheit gesehen und habe herausgefunden, dass Wangari Maathai in 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat. Da habe ich gedacht, das können wir auch. Und am Ende meines Vortrags habe ich dann gesagt, lasst uns in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen. Kurz darauf habe ich gab es ganz, ganz viele Kinder, die mich damit unterstützt haben. Und dann wir haben dann 2 Monate später das offiziell gestartet. Ja, das ist die Initiative Plant for the Planet. Vor 13 Jahren, der kleine Felix war der 9 Jahre alt. Ich habe ihn direkt eingeladen in unsere Schulversammlung als Mensch mit Botschaft. Und wir haben beschlossen, 100.000 Bäume zu pflanzen. Und das haben wir auch geschafft. Die Plant for the Planet Kids haben in jedem Land der Welt über 1 Million Bäume gepflanzt. Die haben inzwischen 13 Milliarden Bäume gepflanzt. Und wir wollen jetzt auf 1 Billion zugehen mit Unternehmenspartnerschaften und so weiter und würden damit 40% des CO2 binden. Deutschland hat ungefähr 11 Millionen Schülerinnen. Wenn jeder und jede 10 Bäume pflanzen würde, wären das 110 Millionen Bäume. Schulen sind das größte Unternehmen der Gesellschaft von Deutschland. Größte Unternehmen. Wenn wir mal große Aktionen starten würden, hätte Schule eine gesellschaftsbildende Kraft. Da schlafen wir da vor uns hin und schläfern die Kinder ein, die ihre Begeisterung verlieren. Also, auch eine Idee. Alle SchülerInnen in Oldenburg, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele das sind, pflanzen 10 Bäume. Kinderwaldflächen findet man. Oder auch woanders. Wir können ja heute, da geht es jetzt so weit, meine Zeit läuft ab. wichtig auch am Friday, gerade für Kleinere, raus auf den Acker. Natur erfahren in ihrer Kraft. Nicht mit dem Arbeitsblatt und mal und gleich kommt da noch hier eine Note drauf. Ne? Naturerlebnisse wirken heilsam. Wenn Kinder regelmäßig in der Natur sind, sind sie kreativer und gesünder. Über solche Sachen wird überhaupt nicht gesprochen. Ne? Und fühlen sich auch noch gut. Ja, dann sind sie auch partizipativ eingebunden und schreiben nicht Einzelnoten, Einzelarbeit. Und die Unternehmen müssen ihnen hinterher alles wieder austreiben, dieses Einzeldenken. Über Humus kennen sich auch ganz viele Leute nicht aus. In einer Handvoll Erde sind mehr Menschen, sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Welt, 6 Milliarden. Und wenn man nur 4/1000 der Flächen, der landwirtschaftlichen Flächen, die auch so verödet sind, wenn man da wieder Humus aufbaut und wir können heute aus Wüste blühende Landschaften machen, Seekämme und andere Beispiele, wir kennen die Verfahren, dann könnte man alles überschüssige CO2, was wir derzeit durch dieses Wachstum der CO2-Emissionen würde allein durch 4/1000 dieser Flächen mit Humusaufbau wieder rausgenommen werden. Also die Kinder könnten Humusbotschafterinnen werden, die könnten überhaupt mal Botschafterinnen werden und sich mal Politiker einladen und mit denen mal richtig in Diskussion gehen. Ja, und, tausende von Ideen. Der Friday ist auch eben der Möglichkeitsraum für die Bildung von Bildungslandschaften. Die ganze Expertise, also beim Friday geht es um Wissen, sich Wissen aneignen, über das, was mich aber jetzt interessiert,
in Leidenschaftsgruppen mit anderen, die das auch interessiert. Nach Corona kann man auch dann wieder in der ganzen Schule diese Gruppen bilden. Dann ins Handeln gehen, was tun, gestalten und dann sich vernetzen und Bildungslandschaften aufbauen. Die Expertise ist ja da. Wir haben Experten, wir haben die Scientists for Future, wir haben den ganzen Elternschatz. Da ist ja ein ungehobener Schatz, was da an Expertise, Verbindung und so weiter bei den Eltern da ist. Wir haben die Universitäten, wir haben die NGOs. Und die können dann am Friday mitarbeiten und werden nicht gezwungen, von Dienstag von 10 bis 10.45 Uhr dürfen sie einmal kommen und eine Unterrichtsstunde geben. Also ein riesen Möglichkeitsraum. Und den Friday gibt es schon. Zum Beispiel eine Grundschule in Hameln, da machen 2 Klassen den Friday schon ein ganzes Jahr. Total toll. Es gibt eine gute Website, da kommen auch schon Kinder zu Wort. Auch andere haben schon damit angefangen, aber jetzt startet er in 12 Schulen über 3 Jahrgänge. In Niedersachsen sind auch Schulen dabei, das Ministerium unterstützt das, nicht mit Geld, aber so ideell jetzt erstmal. Und wir sind da gut verbunden. In Niedersachsen ist sowieso viel los. Da gibt es ja Bildung 2040. Sie sollen ja Visionen einbringen. Da fehlt es noch ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass Sie mal diese Website von Bildung 2040 tatsächlich mit Visionen befeuern und nicht nur drinstehen haben, kleinere Klassen und schönerer Schulhof, sondern Visionen. Der Kultusminister würde sich freuen. Ich bin Pate für das Projekt 2040. Ich bin ganz eng verknüpft mit dem Ministerium. Wir arbeiten zusammen, Schule im Aufbruch und das Ministerium. Und eigentlich sollte jetzt gestartet sein, die Werkstatt Zukunftsschule, große Veranstaltung, um ganz viele Schulen zu begeistern, einzubinden. Der BNE-Erlass kommt ja jetzt auch bald. Wirklich aufzubrechen in eine neue Lernkultur wegen Corona. Haben wir es jetzt auf den Februar geschoben und hoffen, dass wir es nicht digital machen müssen, diesen Auftakt. Danach soll es regionale Gruppen geben und so weiter. Und noch ein letztes. Ich wollte noch was zum Thema Hoffnung sagen. Wir haben ein Wissensdefizit oder ein Verdrängungsdefizit. Also wenn ich so mit meinen Beispielen komme, wie 300 Kilo Lebensmittel pro Sekunde, dann sagen die Leute, was? Hab ich noch nie von gehört, steht da in jeder Zeitung. Also wir haben Wissens- oder Verdrängungsdefizit, wir haben noch größeres Handlungsdefizit und das größte Defizit ist das Hoffnungsdefizit. 75% der Menschen sind zukunftspessimistisch, 50% der SchülerInnen und LehrerInnen sind nachhaltigkeitsaffin, aber desillusioniert. Und wenn man dann nicht glaubt, dass etwas eintritt, was man sich eigentlich wünscht, dann hat man es noch schwerer, sein Verhalten zu ändern. Verhalten zu ändern ist ja sowieso schon schwierig. Ja? Und diese Studie heißt tatsächlich Hoffnung, der schlafende Riese, weil du nämlich das größte Defizit zum größten Hebel machen kannst. Und dann hast du eine Riesenwirkung, wenn du schaffst, das zu drehen. Ja, und wodurch kriegst du Hoffnung? Durch Vorbilder, durch Good News kann man ja alles organisieren und durch Selbstwirksamkeitserfahrung. Und deswegen auch der Friday an der Stelle, ein super Format. Soll ich noch mal eine Minute die Ivy? Also ich finde, das ist total schlimm, sich immer nur auf den Mangel zu konzentrieren, weil dann sieht man meistens nicht, was wirklich gut war. Man sieht immer, was schlecht war, aber nicht, was richtig gut war. Meine Freunde sagen dann, also meine Freunde von anderen Schulen, die sagen dann auch immer sowas wie, ja, Ivy, ja, okay, das und das war vielleicht ganz gut, aber das und das und das und das war alles schlecht. Dann sage ich, ja, aber da war doch auch was Gutes. Und das ist, habe ich, glaube ich, auch ganz gelernt, immer das Gute zu sehen. Ja, so können junge Menschen Changemaker werden. Und die Gesellschaft verändern und uns dann vielleicht noch ein bisschen mitreißen. Der Friday hat deswegen so hohes Transformationspotenzial, weil die Lehrer total loslassen müssen. Ich werde dann immer gefragt, ja, wie genau läuft der ab? Das weiß er eben nicht, wie der abläuft. Vor allen Dingen, wenn sich die Leidenschaftsgruppen bilden. Aber wenn du dich traust, man kann dann ja auch entsprechende Fortbildung machen für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben eine digitale Fortbildungsreihe, jetzt auch im Oktober wieder. Finden Sie alles auf der Website, wenn Sie das interessiert. Ja, und so wäre die Vision, Schulen werden Werkstätten, Wirkstätten und Tatorte für weltverantwortliches Handeln. Ich finde, das haben unsere Schulen verdient.
das zu werden. Und dafür brauchen wir Sie alle hier. Vom Verantwortlichen in Oldenburg bis zu Eltern und den NGOs, die dann alle zusammenwirken. Und ja, das brauche ich jetzt hier alles nicht mehr. Ach doch, ich kann ganz kurz noch sagen, jetzt hatte der Herr Gögel schon gesagt, ich habe 2012 Schule im Aufbruch gegründet, um so eine Bottom-up-Bewegung zu initiieren, weil wir müssen schon von unten auch anfangen und in Niedersachsen ist es von oben gestützt, nicht in jedem Land, aber in Niedersachsen schon. Und dann habe ich auch mal ein Buch geschrieben und Schule im Aufbruch ist auch Change Agent für diese Transformation. Und dieses Buch ist, da bin ich ganz stolz drauf, in 6 Sprachen übersetzt. Ohne, dass ich was dafür getan habe. Es gibt nämlich Schule im Aufbruch in Polen. Morgen habe ich da, schalte ich mich digital wieder in eine Tagung ein, in der Ukraine, überall. Da bin ich dann mal so aufgekreuzt und habe die mal mit den SDGs infiziert. Ja. Und jetzt noch, wollte ich noch mal daran erinnern, dass es bis 2030 noch 3380 Tage sind. Wer jetzt also meint, er könnte sich zurücklehnen, also keiner von Ihnen kann sagen, ich habe es ja nicht gewusst jetzt. Ja? Aber wir denken, oh ja, haben wir ein bisschen Zeit, wir sind ja noch nicht so weit. Nee, da steht es, Zukunft beginnt heute, auf diesem Plakat. Ja, und wir alle brauchen dafür sehr viel Mut und deswegen habe ich Ihnen auch Mutkarten mitgebracht. Können Sie sich auch mitnehmen, die liegen hier. Und jetzt mache ich noch eine ganz winzige Zusammenfassung, weil ein guter Freund von mir so ein schönes ABC der guten Schule gemacht hat. Das fängt an mit A, eine Atmosphäre der Achtung, Anerkennung und Akzeptanz aufbauen. Die Bedürfnisse aller in ihrer Besonderheit beachten und auf die Lust am Leisten Wert legen und das Loben lieben. Wenn man die Kultur hat, ist der Boden bereitet, ach so, nee, das F gehört noch dazu, sich fehlerfreundlich verhalten. Ja, und dann ist der Boden bereitet für das Größere, nämlich zu ernsthaften Einsichten einladen, die SDGs. Und dabei wird man sich oft mit der Qualität des Querdenkens quälen. Aber ganz wichtig, Zufriedenheit zeigen und Zuversicht immer wieder zumuten und zutrauen. Unsere Kinder erleben genug Fatalismus. Es ist an uns, den Erwachsenen, Hoffnung zu machen und die den Kindern Möglichkeiten zu geben, dass sie merken, ich kann was bewirken. Ich habe auch hier noch die Global Goals als Faltwürfel Ihnen auch mitgebracht. Das ABC und die Faltwürfel müssen aber bezahlen, weil ich sie auch bezahlen muss. Alles andere können Sie sich einfach so mitnehmen. Ja, und jetzt freue ich mich, was wir daraus jetzt machen in unserer Diskussion in Oldenburg. Und ich bin gern weiter unterstützend dabei, wenn Sie uns mal brauchen vom Friday oder von Schule im Aufbruch oder überhaupt. Vielen Dank. Frau Rasfeld, mir ist das Herz aufgegangen. Ganz, ganz vielen Dank. Wunderbar. Könnten wir Sie jetzt als Bildungsministerin wählen? Wer wäre dafür, Frau Rasfeld zur Bildungsministerin zu wählen? Hand hoch, bitte. Und zack, haben wir sie alle aktiviert, 100% Zustimmung. Ganz vielen Dank, das ist Ihr Applaus. Wunderbar, toll. Dankeschön. Ja, dann starten wir in die Diskussion. Sie nehmen bitte da Platz und ich würde gerne mit Silke Müller beginnen. Liebe Silke, ich darf du zu dir sagen, weil wir kennen uns schon seit Jahren, weil wir mit Werkstatt Zukunft Projekte machen und deswegen wissen wir, du bist auf einem guten Weg. Komm ruhig näher ran in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Du bist eine mutige Frau, nimm das Mikrofon rechts von dir. Was hast du im Sinne von Frau Rasfeld schon, ist alles an. Was hast du im Sinne von Frau Rasfeld, du kannst jetzt richtig auf die Kacke hauen, um es deutlich zu sagen, schon alles auf die Beine gestellt in Sachen BNE? Also tatsächlich, Frau Rasfeld, war es für mich wieder großartig, Sie erneut zu erleben, weil ich kann mich erinnern, 2010 haben wir Sie mit der Waldschule erlebt in Kloppenburg. Dort haben Sie mit Schülern gemeinsam vorgetragen
auch ihren Weg beschrieben. Und auch wir waren damals direkt infiziert und haben dieses Projekt der Herausforderung angenommen und führen das durch mit unserem 8. Jahrgang, insbesondere im Hauptschulzweig, aber auch mittlerweile im Realschulzweig. Und für die Kinder ist es immer grandios. Es sind keine 3 Wochen, es sind immerhin 2 Wochen mit einer Präsentationsphase dann. Aber es ist wirklich ganz, ganz toll. Sie haben eben von der Kultur des Lobens gesprochen. Auch diese Lobstunde, wo Kinder einfach mal die Möglichkeit haben, einander zu loben oder Menschen im Schulalltag zu loben, ist ein wichtiger Bestandteil unseres Schulalltags. Und das haben wir von Ihnen mitgenommen, genauso wie diese Mutkärtchen, die Kinder vielleicht mal in die Hand gedrückt bekommen, wenn es gerade notwendig ist. Also das, was die evangelische Schule in Berlin-Mitte im Zentrum sozusagen uns an die Hand gegeben hat, war Gold wert für ganz viele Entwicklungsschritte, die wir dann auch mit dir machen bei Werkstatt Zukunft, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und die zumindest das abbilden, was die Zukunft eigentlich für Herausforderungen tatsächlich an die Kinder und an die Heranwachsenden stellt. Ist das toll? Da geht alles auf. Ist doch der Hammer. Und das im Landkreis Oldenburg, das ist auch nochmal wertgeschätzt zu werden. Erinnern Sie sich noch an Kloppenburg damals? Ja, natürlich. Natürlich, klar. Was könnte es anders sein? Aber ist doch schön, dass der Samen da so aufgeht. Als nächstes bitte ich Herrn Welp auf die Bühne. Sie sind Leiter des Schulamtes. Ich vereinfache das einfach mal. Ich glaube, Sie sind verantwortlich ungefähr für 50 Schulen, das ist es, und schätzungsweise 30.000 Schülerinnen und Schüler. Ist alles an? Läuft, Herr Welp? Sie müssen nicht so. Ja, Sie sind ja ein ganz mutiger Mensch, ne? Das so sagen. Nee, ich möchte jetzt von Ihnen wissen. Sie sind ein mutiger Mensch. Frau Rasfeld hat gerade gesagt, das System ist angstbesetzt, das Bildungssystem, durch alle Ebenen. Jetzt sage ich, Sie sind ein mutiger Mensch. Ich glaube, man muss mutig sein, um die Aufgabe zu übernehmen, obwohl wir in der Stadt Oldenburg, glaube ich, gute Gelingensbedingungen haben, um unsere Bildungslandschaft auch zu entwickeln. Okay, Sie winden sich so ein bisschen, aber ich gebe Ihnen eine andere Steilvorlage. Wann werden Sie den Freitag umsetzen, beginnen umzusetzen? Ich stelle den gar nicht in Frage. Das ist ein Geschenk von Frau Rasfeld an Oldenburg. Wann werden Sie den angehen? Weil Sie ja so mutig sind. Ja, ich könnte das morgen sagen, wir machen das sofort. Da würde mir mein Schulleiter sofort auf die Füße. Ein Schulleiter? Nee, nicht ein Schulleiter, sondern alle, weil Sie werden erstmal sagen, lieber Schulträger, seit wann bist du denn für innere Angelegenheiten in Schule verantwortlich? Okay, würdest du auch auf die Barrikaden gehen? Also, ich glaube, das fängt eher im Inneren an, dass wir das System, das Herz sozusagen schlagen lassen müssen im eigenen Kollegium. Denn Frau Rasfeld sprach von Ängsten, sprach auch von Zwang sozusagen, der uns aufoktroyiert wird, natürlich immer noch von oben über Lehrpläne und so weiter. Und das aufzubrechen ist verständlicherweise ganz schwierig. Das heißt, wenn wir im Herz sozusagen das tragen, dann kann ja so ein Schulträger sagen, was er will, dann machen wir einfach. Und dann macht er auch schon mit, glaube ich ganz sicher. Ja, und um das Ganze nochmal wieder zu relativieren, der Schulträger ist nicht für innere Angelegenheit in Schule zuständig, mischt sich aber trotzdem immer ein. Gerade in der Stadt Oldenburg, über unsere AG Inklusion an Oldenburger Schulen, großer Partizipationsprozess, der dort läuft und wo sich natürlich der Schulträger auch einmischt. Und wenn ich mal von Schulträger spreche, dann rede ich gar nicht unbedingt von meinem Amt, sondern der Schulträger ist ja viel mehr. Ich sehe, dass hier Politik zugegen ist. Politik ist ein Teil des Ganzen, was sich dann auch selber, also wo sich auch die Menschen aktiv mit einbringen. Und natürlich kann man auch solche Ideen, wie Frau Rasfeld heute hier skizziert hat. Okay, ich versuche es nochmal anders, Herr Welp. Wenn Sie diesen Freitag gut finden und Sie treffen sich in der SchulleiterInnenrunde und Sie sagen, ich habe eine gute Idee, darf ich die Ihnen mal vorstellen? Also Sie würden es jetzt nicht so plump rüberbringen, sondern Sie würden es natürlich vorbereiten und so. Was glauben Sie, wie würden die dann reagieren? Also ich glaube, dass Schulleiterinnen und Schulleiter alleine werden nicht dann Erfolg bringen, sondern ich glaube, das geht nur über das Kollegium als Bottom-up-Prozess. Ich habe das erlebt in einer Grundschule in der Stadt Oldenburg, die sich auf den Weg gemacht haben, Schule im Aufbruch oder Teile davon halt umzusetzen. Das funktioniert nicht, indem die Schulleiterin es sagt oder ich als Schulamtsleiter der Stadt Oldenburg das mal einmal per Hand auflegen ins Team hineinbringe, sondern das ist ein ganz großer Beteiligungsprozess. Man muss die Kolleginnen und Kollegen vor Ort überzeugen. Dann geht es aber auch. Natürlich können wir dann auch als Schulträger das damit befeuern, indem man sagt, Mensch, wenn es darum geht, Unterrichtsmaterialien anzuschaffen,
macht das, ihr dürft auch Fehler machen, wenn wir merken, wir sind da falsch abgebogen, dann müssen wir was anderes auf den Weg bringen. Wenn man aber jetzt die Schule besucht und sich den ersten Jahrgang anschaut, dann gehen einem wieder die Augen auf. Ich bitte unseren Gastgeber auf die Bühne, Andreas Gögel, Geschäftsführer der Volkshochschule Oldenburg, die es jetzt seit 100 Jahren gibt und die jung geblieben ist, wie wir mit dieser Veranstaltung ja, jetzt erleben dürfen durch den Impuls von Frau Rasfeld. Was können Sie denn davon mitnehmen? Denn Sie sind ja gar nicht in so einem Bildungssystem, wie Herr Welp und Frau Müller verhaftet sind. Sind Sie viel freier, Dinge anders anzugehen? Ja, natürlich sind wir einerseits frei und andererseits haben wir mit vielen Dingen später zu tun, wo die Schule in Anführungsstrichen versagt hat. Nehmen wir das Thema zweiter Bildungsweg zum Beispiel oder wenn wir unter dem Stichwort Grundbildung Erwachsenen Lesen und Schreiben beibringen. Und mitnehmen nehme ich aus dieser Veranstaltung, dass wir mit dem, was Frau Rasfeld über die Nachhaltigkeitsziele gesagt hat, dass auch wir da auf dem richtigen Weg sind, etwas spät, aber wir nehmen das nächstes Jahr als sichtbares Bestandteil mit in unser Programm auf. Ich würde gerne Sie noch mal einbinden. Sie haben eben wunderbar den Arm gehoben. Ich würde gerne wissen, wer Sie sind. Sind denn Studierende unter uns, die irgendein pädagogisches Fach studieren? Eine. Wunderbar. Danke. Schön, dass Sie hier sind. Gibt es denn Erzieherinnen unter uns? Wunderbar. Eine. Super. Schulbegleiter? Schulbegleiterinnen? Pädagoginnen im weitesten Sinne? Ja. Und die größte Gruppe sind wahrscheinlich Lehrerinnen und Lehrer. Ja, sind dann doch die meisten. Habe ich noch eine wichtige Gruppe vergessen, Frau Hausfeld? Bestimmt. Ja, das wollte ich mir noch aufheben. Sie haben mir den Gag vorweggenommen. Okay, sind hier Eltern unter uns? Wahrscheinlich sind wir alle Eltern. Wahrscheinlich, genau. Und wir wissen auch alles immer besser. Und wir sind in allen Schulformen vertreten. Macht aber nochmal deutlich, wir sind kein Team im Ganzen, sondern ich fand es super, dass Frau Rasfeld das nochmal gesagt hat, es wäre schön, wenn wir alle mitnehmen können. Denn wir sind ja ein sehr organischer Kosmos. Ich glaube, jede Schule tickt anders. Das hat Herr Welp gerade nochmal deutlich gemacht. Wenn ich von oben irgendetwas verordnen möchte, dann gibt es erstmal diesen Vorbehalt. Sie haben eben gesagt, Frau Rasfeld, das ganze System bibbert vor Angst. Wie konnte das überhaupt entstehen und wie kriegen wir diese Angst denn auch mal in Freude verwandelt? Also, bibbert vor Angst ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass diese Angst auch etwas ist, womit man Verantwortung abschiebt. Also es wird oft gesagt, gerade auch schon wieder, aber die Curricula und wir dürfen ja nicht und so. Das ist, glaube ich, auch eine schöne Ausrede. Und da steckt auch immer Angst dahinter, nämlich die Angst, selber Verantwortung zu übernehmen, Zivilcourage zu zeigen, mal aus der Masse auszutreten und aktiv zu werden. Wir haben ja Schulen, die haben die ganzen Fächer abgeschafft in Niedersachsen, also so. Und Ministerium ist begeistert. Minister ist schon da gewesen. Also die haben die Fächer abgeschafft zugunsten themenorientierten Unterricht, wo einzelne Fächer sich einem Thema dann zuordnen und die SDGs stehen oben drüber. Ich glaube, das hat viel mit, wir haben nicht gelernt, mit Freiheit umzugehen, hat damit viel zu tun, glaube ich. Wie frei sind Sie denn in Ihrem Handlungsspielraum, Herr Welp? Also ich glaube, wir nehmen uns ganz viel Freiheit. Natürlich, was handlungsleitend für uns ist, das niedersächsische Schulgesetz. Dann gibt es ganz klassische Verwaltungsaufgaben, Verwaltung von Budgets, Schülerbeförderung etc. Aber das Spannende ist eigentlich bei uns im Haus, dass wir sowas haben wie einen Bereich Schulentwicklung, also einen eigenen Fachdienst, wo man genau diese Querschnittsthemen wie Inklusion bespielt. Schulverpflegung ist ein großes Thema, auch Schulverpflegung und Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Jetzt gucke ich nämlich Frau Hofeland einmal an, die nämlich in dieser AG auch sitzt. Und ich glaube, dass wir uns auch einmischen. Ein Riesenthema ist natürlich jetzt gerade das Thema Digitalisierung. Dass wir Digitalisierung löst ja alles, ne?
Ja, ich sehe das ja ein bisschen ganz pragmatisch. Digitalisierung ist nur ein Werkzeug. Nur das Werkzeug muss funktionieren. Und da haben wir noch ein ganz großes Stück zu gehen in der Stadt. Ich glaube aber, dass es letztendlich darum geht, dass wir Schulen ein weiteres Werkzeug in die Hand geben, damit man davon wegkommt, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche lernen. Sondern ich glaube, das kann ein Werkzeug sein, um halt auch nochmal individualisierter zu arbeiten und zu lernen. Corona hat uns da übrigens tatsächlich geholfen, nicht unbedingt für mich als Projektleiter des IT-Projektes, weil da habe ich dann wieder graue Haare bekommen, weil nämlich in kürzester Zeit sich unterschiedlichste Lösungen entwickelt haben und wir wollen ja gerade diese Dinge in der Stadt Oldenburg eher vereinheitlichen, aber die Kreativität war spannend und es war auch beeindruckend zu sehen, wie schnell Schule sich auf einmal entwickeln kann. Also wir sagen ja immer, Schule ist ein träger Tanker, der sich schwer tut, was Entwicklung angeht. In der Corona-Zeit habe ich genau das andere Gegenteil gesehen, dass Schule ganz hoch innovativ sein kann. Und ich glaube, wenn der Leidensdruck vielleicht manchmal groß genug ist, dann sind wir halt auch in der Lage, ganz schnell Dinge halt auch auf den Weg zu bringen. Silke, versuch uns doch mal als ein positives Beispiel, wie du Schule verändert hast, an dem Beispiel der Herausforderung. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du alle mitgenommen? Denn auch als Schulleiterin kannst du jetzt nicht sagen, machen wir einfach, du musst es auch vorbereiten. Du willst ja möglichst alle, in dem Fall Schülerinnen und Schüler, Kollegium, Eltern mit auf den Weg nehmen. Erste Frage beim ersten Infoabend war bestimmt so eine typisch deutsche, wie sind wir versichert? Ja, definitiv, aber ich möchte das gerne an zwei Beispielen deutlich machen. Und zwar, Frau Rassfeld, Sie sagten eben, in Niedersachsen ist das eigentlich recht einfach, das ist es nicht. Also ich muss da ein bisschen revidieren, Schule zu verändern ist in Niedersachsen nicht leicht. Das ist vielleicht auch gut so, weil wir gewisse Wege einhalten müssen, aber wenn wir bei dem Fach Herausforderung bleiben, beziehungsweise bei diesem Projekt bleiben, dann lassen wir das einfach als Projekt laufen und das ist einfach zu organisieren. Das ist prima und tatsächlich auch in der Umsetzbarkeit leicht. Wir haben damals, wenn du fragst, wie war der Anfang, das aufgrund ihres Impulses damals schon immer mitgetragen und gesagt, wie könnte man es machen, haben mit Schülergruppen diskutiert, haben in der Gesamtkonferenz diskutiert und haben dann mit einem guten didaktischen Leiter, den Hauke Behrens, den du auch kennst, mit dem Besten eigentlich, ich würde sagen, weltweit ist er der Beste, den haben wir, hat er mit einem Projektteam aus der Kollegenschaft, die dann gesagt haben, Mensch, wir haben Bock, das zu machen, wir haben Lust, das echt zu entwickeln, zusammengesetzt und dann haben wir einfach gestartet. Wir haben einfach angefangen und gesagt, wir probieren es jetzt mit dem Jahrgang, Achtung, gucken mal, was passiert. Und was passierte, war ein großer Erfolg. Erfolg lag auch im Scheitern. Also es ging auch darum, dass zum Beispiel eine Schülergruppe mit dem Fahrrad von Hamburg zurückfahren musste, nur mit Karten, ohne Navi. Wenn der didaktische Leiter hat diese Gruppe begleitet und weiß, wir trampeln gerade 20 Kilometer in die falsche Richtung, aber ich darf ja nicht sagen, war das ein herrliches Scheitern, weil die Kinder entdeckt haben, okay, mehr konzentrieren, mehr fokussieren und einfach mal erstmal überlegen, was wir tun, macht Sinn. Die haben wirklich viel mitgenommen daraus. Ein bisschen weiter möchte ich gehen, wenn es eben nicht mehr leicht wird. Wir haben das Fach Leben lernen eingeführt. Und Leben lernen ist ein Projektfach, das unter der Schirmherrschaft der Landfrauenvereinigung auch steht in Niedersachsen. Und haben das aufgeteilt in 6 verschiedene Felder, in denen Kinder verschiedene Lebensbereiche sozusagen näher betrachten wollen. Wir wurden dabei unterstützt, haben das sehr, sehr transparent gemacht. Der Weg war ähnlich. Wir haben Lehrer eingebunden, natürlich Eltern eingebunden, Schüler eingebunden. Was gehört dazu? Ganz lange am Projekt gearbeitet und auch die Landesschulbehörde, die ja sozusagen eben das Pendant auch nochmal zum Kultusministerium ist und direkt mit uns verbunden arbeitet, eingebunden. Und das Leben lernen Fach ist auch im Kultusministerium angekommen durch die Landfrauen, die das dort vorgestellt haben. Es hat große Aufmerksamkeit erfahren, aber große Aufmerksamkeit heißt auch immer viel begründen, viel schreiben, viele Fragen beantworten. Und das war anstrengend, das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, denn hinter dem schönen Sinn, den wir dort hatten, stand ein enorm hoher Leidensdruck für uns noch, was dann die Nacharbeit anging, nämlich auf sehr spezielle Fragen zu antworten, wo es immer darum geht, und da ist eben die Grenze unseres Systems, dass wir das Fach dann durchführen dürfen, wenn es die curricularen Vorgaben des Landes nicht berührt, der einzelnen Fächer. Also wir dürfen in diesem Fach nur das unterrichten, was nicht in den curricularen Vorgaben steht. Warum das ist, weiß ich nicht, weil es macht für mich keinen Sinn. Wenn ich das eine vertiefender mache, dann macht es ja, dann ist es gut. Die curricularen Vorgaben werden eingehalten, natürlich, das müssen wir, und wir unterliegen, wie Sie das eben schon sagten, dem Schulgesetz. Aber wir brauchen ganz dringend einen enormen Bürokratieabbau, sicherlich politisch, aber eben auch in der Schule, damit gerade diese Wege sehr, sehr leicht sind.
Es gibt die Schulen, mit denen bin ich vernetzt, die auch den Friday umsetzen. Da stehen wir so ein bisschen im Austausch. Wie habt ihr das gemacht? Das ist eine Oberschule im Osnabrücker Bereich zum Beispiel, die gerade angefangen haben. Das geht prima, aber man darf die Augen nicht davor zumachen. Das ist enorm viel Arbeit, breite Schultern und Durchsetzungsvermögen braucht von einem Kollegium, nicht nur von der Schulleitung. Herr Gögel, wenn Sie Frau Rasfeld einladen zum 100. Jubiläum und sie entpuppt sich ja nicht überraschend als eine doch fulminante Kritikerin des Bildungssystems in Deutschland, was ja relativ starr ist, ne? Es ist föderal durch die Bundesländer, also es bewegt sich ganz, ganz wenig. Welche Hoffnung haben Sie mit der Einladung an Frau Rasfeld auch für Ihre Institution verbunden? Naja, die Hoffnung ist, dass wir das erfüllen, was wir, ich sag mal, als Wesenselement der Volkshochschulen sind, nämlich eine Diskursplattform über den Weg unserer Gesellschaft. Und das Thema Bildung ist in aller Munde. Und ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass wir nicht über diese Tagesprobleme der Digitalisierung in Schulen sprechen durch die Corona-Krise, sondern den Blick ein bisschen weiter nehmen. Und dafür ist ja auch diese Veranstaltung angedacht und auch andere Themen, dass man guckt, wohin soll uns das führen? Und ist dieser Weg, den wir aktuell gehen, ob der nun in Niedersachsen, in Bayern oder in Hamburg oder sonst wo gegangen wird, ist das das Richtige? Und dafür, sage ich mal, ist der heutige Abend genau der Richtige, auch jemanden vielleicht dann einzuladen, der auf seine Art und Weise mal polarisierende Thesen vertritt, weil das eine ist ja, ich sag mal, das System an sich. Man kann ja so kreativ sein in der Schule, wie man will, also in der allgemeinbildenden Schule, wenn die Schulaufsicht kommt und sagt, sowas, was Sie gerade zitiert haben, das darf das Curriculum nicht berühren. Punkt. Oder das Thema, wo nehme ich die Zeit her, um den Friday zu machen? Und auch zu erkennen anhand eines solchen Idee, dass das nicht der Zeitgeist ist, weil wir ja nun gerade Friday for Future haben, dann packen wir dann noch oben den Friday drauf, dann gehen sie erst vormittag in die Schule, machen, was sie wollen und hinterher gehen sie demonstrieren. Es geht letztendlich um das Thema der gesellschaftlichen Veränderung und den Kontext hat ja Frau Rasfeld dargestellt. Das sind diese Nachhaltigkeitsziele oder diese Agenda 2030, und die letztendlich die Erkenntnis, dass es einfach nicht so weitergeht. Wir alle haben noch, Sie haben vorhin gefragt, wer ist alles Eltern? Also hätte sich ja jeder melden können, ich hätte mich auch melden können. Ich habe jetzt 2019, hat mein jüngster Sohn Abitur gemacht. Und die Erfahrungen, die ich in 25 Jahren Schule in Niedersachsen gemacht habe, das war nicht unbedingt das Beste. Ja, aber wir halten ganz doll dran fest. Das ist eben das Problem, das Beharrungsvermögen. Aber auch jetzt so ein bisschen, wir sind ja alles Eltern. Und was ich ja beobachte, ist, wenn ich in die Kinderaugen in einer Kindertagesstätte schaue, dann sehe ich eigentlich nur Kinder, die lernen wollen, neugierig auf das Leben sind und mit ganz vielen Kompetenzen ausgestattet sind. Was ich aber dann auch erlebe, ist spätestens in Klasse 3, wenn es das erste Mal dann Noten gibt, dass dann der große Kampf um die Plätze an den Gymnasien dann ausgerufen wird. Und auf einmal sprechen Eltern auch ganz gerne dann davon, so als ob sie selber wieder zur Schule gehen. Wir haben gerade in Mathe das und das. Also das ist also beeindruckend, was dann so passiert. Und gleichzeitig ist aber auch, es ist sehr dramatisch, dass wir nämlich dann tatsächlich Kinder aussondern und wir in die Situation kommen, dass wir dann schulmüde Kinder haben, wo Schule sich wieder ganz viele Gedanken darüber machen muss, wie können wir sie wieder aktivieren und neugierig machen. Lassen Sie uns doch versuchen, den Abend zu einer Veränderung irgendwie hinzukriegen. Frau Rassel, wenn Sie jetzt die Schulleiterin Silke Müller hören, die beklagt eine überbordende Aufgabe an Verwaltung, hat Herr Welp eben auch schon gesagt, ganz viel Verwaltung. Wie kriegt man denn, also Sie haben ja jetzt mit ganz viel Schmackes und ganz viel Spaß vorgetragen. Das Thema beschäftigt Sie gefühlt seit über 40 Jahren. Wie behalten Sie denn den Spaß dabei, dieses System nachhaltig verändern zu wollen? Was wollte ich sagen? Ach so, meine erste Regel heißt, frage nicht, entschuldige dich später lieber. Das ist schon mal das Erste. Okay, Herr Welp, das mache ich beim nächsten Mal bei Ihnen.
Dann. Ja, ein Schulleiter sagte mal zu mir, erlasse kommen und erlasse gehen. Ich habe Sie unterbrochen, Frau Rasfeld, Entschuldigung. Dann haben wir ganz viele Annahmen. Was ich schon alles gehört habe, aber unsere Eltern, Gymnasium. Dann habe ich abends Elternabend, dann sagen die Eltern, wann geht's los? Oder du wirst dich wundern, wir sind hier mitten auf dem Land, die sind hier anders. Und unsere Eltern, du wirst dich wundern, Margret. Die Eltern haben sich 37 Eltern eingetragen, beim Friday mitzuarbeiten. Und der Rest hat gesagt, wir haben eine nette Schule, wir haben nette Lehrer, aber endlich kommt jetzt mal der Sinn da rein. Also, dass man sich mit den Annahmen zu befassen und auch dazu mal Fortbildung zu machen. Die Annahmen sind auch bei Schulleiterinnen übers Kollegium und umgekehrt. Und da gibt es ja auch Leute, die können dich da aus diesen Annahmen mal rausholen und dann ist eine Freiheit da. Das wollte ich nochmal sagen. Ich wollte auch nochmal sagen, der Friday steht im nationalen Aktionsplan als Auftrag. Da stehen im Kapitel 4 ganz viele Sachen und dann steht da, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Daraus habe ich den gemacht, den Friday, versteht ja keiner. In allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume strukturell zu verankern. Ja, und ich bin ja auch, also in Niedersachsen, wie gesagt, Niedersachsen ist für mich das Land, wo am meisten möglich ist. Im Ministerium, natürlich kann sich der Minister auch die Leute nicht backen und so. Ne? Aber da ist eine Menge los, was gar nicht so an die Öffentlichkeit dringt. Die Schulbehörde hat er ja auch aufgelöst. Und es wird auch Versuchsschulen demnächst geben. Und so. Aber so bis da alles, das geht ja seinen Verwaltungsgang. Deshalb rate ich einem Ministerium, ist ein Träger Tanker, viele Juristen sitzen da drin, lasst Schnellboote zu. Und von denen lernen wir. So partisanenmäßig. Und der träge Tanker kann sich dann bewegen. Aber diese ganzen Sachen und die Eltern gehen nicht mit und so weiter, da erlebe ich ehrlich gesagt anderes. Für mich ist eher die Frage, wie erreichen wir die Masse der Eltern und wie erreichen wir die Masse der Schülerinnen und Schüler. Ich war ja beim Friday in Dortmund bei dem großen Kongress. Die Jugendlichen hatten ja einen Kongress mit 1600 Schülern auf die Beine gestellt. Unfassbar, in dem Riesenpark in Dortmund. Ganz friedlich, da saßen die aus Niedersachsen, da die haben selber gekocht. Es gab drei Regeln. Jeder spült sein Geschirr. Wenn Hilfe gebraucht wird, springen wir ein und es wird nicht geraucht und kein Alkohol getrunken. Haben sie alle dran gehalten, irre. Und ich hatte da auch Workshops. Und als die hörten, dass Schule auch anders gemacht werden kann, wir haben ja diskutiert, da haben die gesagt, boah, dann machen wir jetzt den Friday for Education. Aber nee, die müssen ja bei Klima bleiben, die sind ja sonst viel zu überfordert. Ne? Aber ich glaube, wenn das überschwappt und vielleicht müssen die dann mal mittwochs auch nicht in die Schule gehen, damit sich was verändert. Das kann auch sein. Also ich bin da immer hin und her gerissen. Sie haben gerade eben gesagt, das Bildungsministerium in Niedersachsen, also in Hannover, könnte so ein Schnellboot losfahren lassen. Was könnte denn ein Schnellboot sein? Eine Pilotschule, eine Projektschule? Versuchsschulen, die den Auftrag haben, Innovationslabore zu sein und ausdrücklich diese neuen Werte zu entwickeln. Ja, aber dann kommt wieder Frau Müller ins Spiel. Weil dann ist man ein Modellprojekt und ein Modellprojekt zu werden, bedeutet wieder ein enormer Aufwand und wir brauchen da Bürokratieabbau an der Stelle. Im Moment ist was anderes in Gang. Ja. Da wissen Sie noch nicht von. Dann freuen wir uns. Da bleiben wir mal am Ball. Was Schönes ist auch noch in Gang, nämlich dass auch in Niedersachsen das Studienseminar Wunsdorf will Seminar im Aufbruch werden. Ich habe letzte Woche zwei ganze Tage mit denen richtig intensiv gearbeitet. Und die wollen die Ausbildung radikal verändern und wollen Versuchsseminar werden. Also wo Sie definitiv recht haben, man schläft so dahin, das sehe ich auch so. Und ich glaube, der Weg ist besser, erstmal zu machen. Also ich mache lieber erstmal und schreibe hinterher, sozusagen. Der Weg ist mir lieber. Sie sagten eben, man nicht so viel fragen. Ich denke mir immer, okay, wenn ich eine Frage noch gar nicht habe, kann ich sie ja gar nicht stellen. Also versuche ich erstmal zu machen, dann ergeben sich Fragen und dann kann ich hinterher immer noch mal gucken, wen muss ich denn jetzt fragen, wenn es aber eh schon gut läuft, weil zurückrudern will ja keiner. Das heißt, wenn man in Schulen was verändern will, dann sollte man einfach machen
Und das Schreiben kommt hinterher. Das ist eine Fleißaufgabe, das macht man, solange es dann eben notwendig ist. Aber ich kritisiere das gar nicht, sondern ich stelle das eher als Ist-Zustand dar. Man muss nur wissen, wie zäume ich das Pferd auf. Und in dem Fall fange ich einfach an und guck mal, was ich da noch an Sattelzeug brauche. Und das Schreiben ist dann zwar doof und es ärgert mich, aber es ist halt notwendig und das nehme ich hin, so, ne, wenn wir bei der Bürokratie sind. Ich glaube aber auch tatsächlich, Frau Rasfeld, dass Sie mit einer Veranstaltung wie heute nochmal viele von uns einfach aufwecken, auch sagen, okay, wir müssen von innen heraus was verändern. Unsere Schule steht auch bundesweit für Digitalisierung und Digitalisierungsprozesse, da ist es ziemlich ähnlich. Digitalisierung um der Technik willen sozusagen ist ja totaler Quatsch. Man will damit ja was erreichen und man will Kompetenzen aufbauen und tatsächlich Dinge vermitteln, die wichtig sind. Und was wir auch lernen müssen, ist, dass wir, wenn wir Dinge verändern, verändern wir sie nicht nur für Niedersachsen, sondern eigentlich für die Zukunft unserer Kinder. Und die sind vernetzt, wo der föderale Grundgedanke zumindest im Bildungssystem weitergedacht werden muss. Ich bin ein totaler Fan des Föderalismus, der demokratieschützend und fördernd ist. Natürlich steht gar nicht in Frage, aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir gerade in solchen Initiativen denken, Fridays for Future hat es gezeigt, der Friday zeigt, Schule im Aufbruch zeigt, das hat nichts mehr mit Niedersachsen, Bayern oder NRW zu tun. Das sind die Kinder, die in einer Welt leben und die diese Welt mit all den Beispielen, die Sie genannt haben, verändern wollen. Aber wir können immer sagen, naja, man müsste mal, aber wenn wir dabei bleiben, und das ist der Iststand von ganz vielen Schulen, weil, da kann man viele Gründe nennen, Belastung von außen, Arbeitsdruck und das noch und jenes noch, genau das, diese Annahmen, was kommt noch von oben, das hindert sozusagen uns geistig den Motor anzuschmeißen und das ist ein Problem im Moment und ich glaube, da brauchen wir Lösungen, allgemein für viele Schulen, wie man schlichtweg, wie man so schön sagt, aus dem Quark kommt, dass man sagt, komm, lass einfach mal was probieren, weil was probieren macht Spaß und was Spaß macht, bringt Freude und Freude ist Zukunft. Du hast ja, das ist jetzt mal ein Applaus wert, bitte. Du hast Frau Rasfelds Vortrag gerade so als Weckruf an uns alle bezeichnet. Wie wächst du denn täglich deine Rasselbande? Wie viel sind es bei euch? Über 800, ne? Schülerinnen und Schüler? Ja, ungefähr 850 Schüler. Und wie sprichst du die an, dass da auch Bewegung reinkommt in den Haufen? Ja, also, das ist nach Tageslaune abhängig sozusagen, aber wir versuchen schon mit Verlässlichkeit Erfolg aber nicht im Sinne von, da muss jetzt eine einstehen, sondern Erfolg, der persönliche Erfolg, der Persönlichkeitsentwicklung und Humor, das sind unsere drei Schlagwörter, die wir eigentlich voranbringen, die Kinder zu wecken tatsächlich. Das heißt, die dürfen erstmal alle sagen, sie sollen auch ganz viel lachen. Wir haben auch öfter mal einen Schulterklopfer selbst, also in Corona-Zeit natürlich einen vorsichtigen Schulterklopfer, aber auch den Schulterklopfer und immer das offene Wort. Und wenn ich vor allen Dingen mit den Kollegen spreche, dann ermuntere ich sie immer, sich auch Zeit zu nehmen für Klassengespräche, Zeit zu nehmen für jedes Kind, das was zu erzählen hat. Und vor allen Dingen versuchen wir auch, die Eltern zu mobilisieren, dass wenn denn die Kinder doch endlich mal was erzählen und mehr sagen zu Hause als, wie war es in der Schule, gut, dass wenn sie denn mal mehr sagen und ich das vielleicht langweilig finde als Elternteil, dass ich aber die verdammte Pflicht habe, zuzuhören, weil das, was die Kinder mitteilen, das ist wichtig und das ist für mich wichtig. Und ich glaube auch, dass das viel mehr in die Köpfe muss, dass Kinder eine Stimme bekommen. Das versuchen wir durch persönliche Gespräche in der Klasse, Klassenrat, all das, was ganz viele Schulen ganz toll machen. Aber so richtig wecken, gerade im Jahrgang 7 und 8, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Da kommt ja dann Herausforderung, dass sie mal gerüttelt werden. Und die andere große Zielgruppe ist Schule, sind Eltern. Heute sind nur Eltern hier. Wie sprichst du die an, dass die auch aus dem Quark kommen? Ja, also das ganz an ganz pragmatischen Beispielen machen wir zu Beginn eines jeden Jahres einen Elternabend, in dem ich die Eltern genau nochmal daran erinnere, was ihre Kinder für wertvolle Schätze sind. Dass man stolz sein muss, dass man den Kindern auch vertrauen muss, auch wenn sie mal die ein oder andere kleine Notlüge auf den Tisch bringen, dass ein Grundsatzvertrauen da sein muss und dass jedes Kind einzigartig ist, weil es das eigene Kind ist. Egal in welcher schwierigen Phase es gerade ist und egal ob es in Mathe eine 5 oder eine 1 hat, spielt überhaupt gar keine Rolle, wie viel wert das Kind ist. Und ich versuche, beziehungsweise wir im Team versuchen, die Eltern immer daran zu appellieren, dass Schule nicht das wichtigste Thema zu Hause sein sollte, sondern die Entwicklung des Kindes. Und man kann auch mal ruhig einen Tag lang gar nicht über Schule sprechen und dann ist alles okay. Und ich finde auch, die Eltern sollten die Helikopter unten lassen. Die nerven nämlich echt. Das stimmt, total. Herr Gögel, Sie haben ja in der Regel eher erwachsene Menschen bei sich in der Volkshochschule.
Gibt es da irgendwie so einen Spirit, erwachsene Menschen für Bildungsthemen zu erreichen? Letztendlich ist es ja keine spezielle Zielgruppe, sondern das sind ja letztendlich alle. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Ja, das sind alle. Also alle, die eigentlich aus dem Schulsystem raus sind und entweder eine Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, was auch immer, die dann für sich die Idee hoffentlich oder dieses kleine Flämmchen der Eigenmotivation, dass man nie auslernt, sondern ständig dazulernen sollte, sich dann für unsere Angebote interessieren. Ja, bei uns gibt es ja keine Schulpflicht, sondern das ist freiwillig, zu uns zu kommen. Kostet auch noch Geld bei vielen Angeboten. Und wir müssen einfach so attraktiv sein, dass wir diese Menschen ansprechen. In Oldenburg gibt es ganz viele. Also wir haben eine Stadtgesellschaft, die sehr bildungsaffin ist. Davon profitiert auch die Volkshochschule. Und uns treibt dann eher der Gedanke rum, wie erreichen wir die, die nicht kommen. Es ist genauso wie in einer allgemeinbildenden Schule, die Eltern, die nicht zum Elternabend kommen. Bei uns ist die Frage, wie erreichen wir die Menschen, die uns noch nicht entdeckt haben und auch diesen Wert, den man bei uns hat. Nämlich viele Menschen kommen zu uns, natürlich, weil sie was lernen wollen, obwohl sie schon viel wissen. Aber viele schätzen auch den Kontakt zu Gleichgesinnten. Weil ich treffe mich dann in der Regel einmal die Woche mit Menschen, die das gleiche Interesse haben. Und das ist auch ein Wert an sich. Und da ist unsere Herausforderung als Volkshochschule so, wenn man so will, modern zu sein und abwechslungsreich zu sein, dass wir eben möglichst viele Menschen ansprechen. Das ist das eine, wo es Menschen sind, die aus eigenem Antrieb sagen, ich will entweder lebensbegleitend oder berufsbegleitend das eine oder andere lernen. Und auf der anderen Seite machen wir auch einiges oder vieles, um eben die Menschen zu unterstützen, die im Regel im Schulsystem oder Bildungssystem nicht zu einem erfolgreichen Abschluss geführt sind. Das ist der zweite Bildungsweg. Oder dann eben Erwachsene, die so leidlich durch ihre Schulzeit gekommen sind. Ich sage das jetzt nicht wertend, sondern das ist so, vielfach in ungelernten Berufstätigkeiten gelandet sind und über die Jahre die Fertigkeit des Lebens, des Lesens und Schreibens verlernt haben. Und dann in späteren Zeiten das Bewusstsein bekommen, beziehungsweise auch den starken Wunsch, wieder richtig lesen und schreiben zu können, um zum Beispiel seinem eigenen Kind eine Geschichte vorlesen zu können. Oder richtig lesen zu können und zu verstehen, was in der Alltagswelt um einen herum passiert. Das sind in Oldenburg statistisch über 12.000 Menschen. Davon kommen nur ein paar hundert zu uns, aber das zeigt die große gesellschaftliche Herausforderung. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was Frau Rasfeld vorhin gesagt hat, Qualität der Bildung. Schule im Aufbruch. Sie sind aufgeweckt worden von dem Vortrag von Frau Rasfeld. Wenn Sie eine Frage haben, sind Sie jetzt herzlich eingeladen, diese auch zu stellen. Ich bitte Sie dann auf Monologe, Kurzvorträge zu verzichten, sondern die Frage möglichst zügig auch zu formulieren. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, ist das überhaupt kein Problem. Sie können Frage an Frau Rasfeld stellen oder an den Leiter des Schulamtes, an Herrn Welp, an Frau Silke Müller von der Waldschule. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Schule, muss ich Ihnen sagen, im Landkreis Oldenburg in Sandkrug. Denn zum Beispiel diese Schule hat auch Hühner. Das heißt, da bekommen Sie, ich glaube sogar kostenlos Eier, ne? Kriegt man oder für wie viel? 3 Euro. 3 Euro, also wie viel Eier? 10. Ja. 10 Eier, Bio-Eier, sind aber Bio-Eier, aber nicht zertifiziert. Nein, aber in der Bauphase sind die Hühner gerade im Urlaub, aber sie kommen zurück. Die kommen wieder. Oder wenn Sie mal eine Frage an Herrn Gügel haben. Aber Sie müssen sich jetzt auch nicht durch uns unter Druck gesetzt fühlen, eine Frage zu stellen. Wir kommen auch, ich will jetzt nicht sagen, wir kommen ohne Sie klar. Nein, überhaupt nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch. Frau Rasfeld, Sie haben eingangs gesagt, Sie sind gerne in Oldenburg, weil Oldenburg für besonders, ich sage jetzt mal, gute Bildung steht. Das haben Sie eben nicht gesagt. Aber was gefällt Ihnen an der Bildungslandschaft in Oldenburg ganz gut? Klar, wir haben eine Uni, wir haben eine Hochschule, mehr als 50 Schulen. Also
Ich halte Oldenburg für geeignet, in einen Aufbruch zu gehen. Von der Größe her, hier gibt es zumindest, also hier gibt es die IGS Flötenteich, die ist ganz aktiv. Kreinbrück. Helene-Lange-Schule. Die IGS Marschweg. Die kenne ich jetzt nicht so. Aber das ist die älteste, aber nicht schlimm. Ich kenne jetzt schon ein paar Schulen, die wir intensiv auch begleiten. Hier gibt es die Uni und hier gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit der Nachhaltigkeit befasst, wo Uni, Ausbilder, Studenten und aus den Schulen Vertreter schon da sind. Ja, und einen offenen Schulamtsleiter, einen tollen Volkshochschulleiter. Was will man mehr? Die Stadt ist nicht so groß, dass man nicht die Menschen verbinden kann, die Initiativen verbinden kann. Sie selber haben ja eine tolle Initiative. Also wenn man jetzt irgendwo weit in einem kleinen Dorf ist, kann man auch total viel machen. Nur dann muss man wieder, um an eine NGO zu kommen oder so, oder der Bus kommt nicht und so weiter. Hier sind eigentlich die Gegebenheiten sehr, sehr gut. Und ich könnte mir hier sehr viel vorstellen. Ja. Die IGS Kreinbrück hat sogar das Schulfach Lernen durch Engagement. Das heißt, da gehen einmal die Woche in einer Doppelstunde junge Menschen, 7., 8. Klasse, in alten Einrichtungen, pflegen Pferde, machen ein Repair-Café einmal im Monat und zwar nicht in der Schule, sondern im Stadtteil Kreinbrück. Also das sind alles super Sachen, aber wäre natürlich auch schön, eine zweite IGS macht sowas auch. Herr Welp, wie schätzen Sie die Schullandschaft ein in Oldenburg? Also vielleicht kann ich kurz erzählen, was eigentlich geplant ist, beziehungsweise Corona hat es so ein bisschen ist dafür verantwortlich, dass wir es jetzt verschoben haben. Wir hätten sonst im November unsere erste Bildungskonferenz in der Stadt Oldenburg gehabt, wo wir zu dem Thema Bildung und nachhaltige Entwicklung arbeiten wollen. Frau Rasfeld hätten wir auch eingeladen. Das von daher mussten wir immer gucken, dass wir uns auch gut abstimmen, weil ich glaube schon, dass wir eine Bildungslandschaft haben in der Stadt Oldenburg, die auch innovativ ist, also um halt auch solche Prozesse anzuschieben. Und wir haben halt auch Politik an der Seite, die halt auch bereit ist, für Bildung Geld auszugeben. Das tun wir schon die ganzen Jahre. Das heißt, wir bauen unsere Schule baulich um, also um halt auch Gelingensbedingungen zu bekommen, obwohl Frau Rasfeld zur IGS Flötenteich gesagt hat, alter Kaffee, ich weiß nicht mehr, wie Sie es genau formuliert haben, zumindest entsprach das nicht genau Ihren Vorstellungen. Auch das ist ein ständiger Prozess, auch da haben wir reagiert. Widersprechen Sie doch bitte mal, dann wird es noch lebendiger. Zu habe ich alter Kaffee. Dass wir immer noch klassische Unterrichtsräume bauen. Und, ach so, ja, das stimmt. Ja. Aber auch da sind wir im Gespräch. Es gibt dann ja sowas in der Stadtverwaltung wie ein Investitionscontrolling, was darauf achtet, wie viel wir ausgeben. Wir haben uns mittlerweile davon verabschiedet, von klassischen Raumkonzepten, dass wir viel mehr Freiheit zulassen. Das ist natürlich immer ein sehr träges System, weil Steine sind sehr behäbig und halten halt auch sehr lange. Und Pädagogik vor 50 Jahren sah anders aus als heute. Aber trotzdem, glaube ich, bin ich da ganz optimistisch, dass wir zumindest so Rahmenbedingungen setzen können, damit zumindest wir kein Verhinderer sind an der Stelle, sondern diesen Prozess halt initiieren können. Nur letztendlich ist das, glaube ich, eine Aufgabe von uns allen an der Stelle. Also das, wie gesagt, ist der Schulträger eine Institution, auch eine wichtige Institution, aber erfolgreich werden wir nur dann sein, wenn wir alle gemeinsam an den Strand gehen. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer gibt es denn in Oldenburg? Oh, meine Schülerzahlen kenne ich mich besser mit aus, so um die 3000. Wie nehmen Sie die denn mit auf diesem Weg der Veränderung? Im Sinne von Frau Rasfeld jetzt natürlich. Ja, also dazu dient oder soll die Bildungskonferenz dienen, die wir dann ja im nächsten Jahr dann auch hören werden, weil wir uns nicht vorstellen können, es online zu machen. Sondern weil ich glaube, wenn wir so eine Initialzündung geben wollen und sagen wollen, wir wollen dieses Thema auf die Agenda setzen, wollen es in den Mittelpunkt stellen, dann geht das nur im echten Kontakt. Dann drehe ich jetzt mal den Spieß mit dem Publikum um. Wer ist denn Lehrerin und Lehrer? Wer möchte denn fragen? Wer wäre denn bereit, im Kollegium sich von Frau Rasfeld wecken zu lassen und den Weg mitzugehen? Wer möchte denn freiwillig antworten? Ich habe niemandem vorher 10 Euro gegeben. Frauke, würdest du denn da vorne mal bitte zu der reizenden jungen Dame gehen und fragen, wie sie das Kollegium denn mitreißen würde? Sagen Sie uns kurz Ihren Namen und in welcher Schule Sie sind, bitte. Mein Name ist Marlene Wiley und ich bin in der Oberschule in Bad Zwischenahn. Okay, aber auch Sie dürften antworten, ne? Auch wenn Sie nicht aus Oldenburg sind. Nein, alles wunderbar. Ich fühle mich immer so
Also gehört das dazu. Ich würde Frau Rasfeld bitten, zu uns zu kommen und genau diesen knackigen Kurzvortrag, wo alles drin war, wo alles auf den Punkt passte, einmal das Kollegium vor den Kopf zu knallen und... Okay, aber wenn Frau Rasfeld jetzt keine Zeit hätte, könnten Sie das nicht dem Kollegium vor den Kopf knallen, freundlich, ja, natürlich? Ja, könnte ich auch. Könnten Sie, würden Sie sich das trauen? Würde ich mir trauen. Sie sind mutig. Ich glaube ja, sonst nehme ich mir noch so ein Mutkärtchen mit. Wunderbar, und dann ja, die kriegen Sie, bringe ich Ihnen. Wer würde die Frage noch mal gerne beantworten? Wer nimmt ein Kollegium mit auf den Weg? Wer meldet sich freiwillig? Komm, eben waren so viele Hände oben und wollten was sagen. Bitte schön, Frauke noch mal in dieselbe Richtung, zwei Reihen dahinter bitte. Sofort, alles klar, oh, jetzt wird Desinfektion. Dann nutze ich die Zeit, suche ein Mutkärtchen. Sind das die hier? Nein, da die blauen. Die blauen, danke. Vielen Dank. Ich lege das mal hier hin aus Corona-Gründen und Sie dürfen sich das dann gerne nehmen, bitte. Ja, bitteschön. Wenn Sie sich auch eben vorstellen und die Schule nennen, an der Sie unterrichten, bitte. Ja, mein Name ist Anna Frach. Ich habe 5 Jahre an der Max-Bauer-Schule in Hamburg gearbeitet und dann bin ich nach Oldenburg gezogen. Und ich habe am 1. August mein Beamtenverhältnis aufgegeben, weil ich aus vielen Gründen, die hier heute auch Thema waren, nicht mehr in diesem System arbeiten möchte. Seit diesem Sommer darf ich an der Freien Waldorfschule in Oldenburg arbeiten. Und ich muss sagen, ich glaube, dieses Kollegium, was ich ja gerade erst kennenlerne, muss ich nicht mit so einem Impulsvortrag wachrütteln. Vieles von dem, was Sie sagen, machen wir bereits. Und abschließend, auch wenn wir keine Monologe halten, bin ich immer wieder erschüttert, dass das, was Sie sagen, ist wahr. Egal, ob Sie das sagen oder nicht, es ist einfach so. Und dass trotzdem so viele erwachsene Menschen immer wieder Ausreden und Erklärungen finden, warum sie nicht in Bewegung kommen. Und deswegen bin ich so erleichtert, dass ich keine verbeamtete Lehrerin mehr bin. Einen Applaus bitte. Vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. Wer mag an dieser Stelle noch mal kurz schildern, wie Sie oder er das eigene Kollegium mitnimmt? Wunderbar. Geschlechtergerechtigkeit auch in Schule. Wunderbar. Frauke kommt dem letzte Reihe. Der Herr rechts von dir, genau. Hallo, mein Name ist Jana Schierke, ich bin hier am Herbert-Gymnasium tätig und ich fand es gerade ganz spannend, dass mal die Klassenräume thematisiert worden sind. Zusammen mit einem Kollegen, der auch hier ist, hatte ich mal versucht, von einer unserer Profilklassen den Raum zu streichen. Passte nicht ins Farbkonzept der Stadt. Und das wird wahrscheinlich mein Jahresprojekt, daran zu arbeiten, mit all den Bestimmern dazu, an einen grünen Tisch zu kommen und dort vielleicht mal zumindest die fantasieverlassenen Räume unserer Schule ein Stück weit im Sinne der Schüler aufzupeppen. Das ist ja eigentlich kein hoher Anspruch. Jetzt höre ich hier, was da an freieren Schulen möglich ist. Ich bin damit schon als beamteter Lehrer nicht überfordert, aber es ist eine Herausforderung, die ich auch jeden Tag gehe, aber das frustriert. Dann frage ich nochmal nach, würden Sie sich zutrauen, das Kollegium des Herbert-Gymnasiums mitzunehmen und zu versuchen zu motivieren, sich in die Richtung zu bewegen, zwar auch nur zart, weil wenn Sie schon am Farbkonzept des Schulträgers scheitern, dann wird das ein sehr mühsamer Weg, aber würden Sie sich das zutrauen? Und ich würde mir auch wünschen, dass letztendlich von der Stadt da auch ein bisschen tatsächlich Bürokratieabbau geschieht und spürbar im Sinne der Schüler und vielleicht auch eine Antwort. Warum das nicht möglich ist. Warum das ich als Moderator darf mich das ja nicht fragen. Nicht von Ihnen, aber vielleicht von Herrn Welp. Ich würde das aber noch mal oder vielleicht ja, direkt von Herrn Welp, wenn das möglich ist. Ich habe ja da nichts zu befürchten oder so. Ich bin ja frei und luftig. Herr Welp, wie kann das sein, dass so ein motivierter Kollege am Farbkonzept der Stadt scheitert? Ich glaube, dass jetzt sind wir mitten in der Verwaltungswelt. Nee, ganz kurz. Ich habe übrigens befürchtet, als er sagte, er kommt vom Herbert-Gymnasium, dass die Unterrichtsräume zu klein sind. Nein, es ist noch trivialer. Es ist noch trivialer. Ich bin jetzt nicht der EGH, das ist bei uns der Einrichtung. Oh, jetzt keine Ausrede. Ah, wobei, jetzt müsste ich dann wieder ausholen. Nein, bitte nicht. Die Zeit haben wir nicht. Es ist 19, ich gebe Ihnen 30 Sekunden. Zeit läuft. Also ich könnte jetzt vollmundig versprechen, dass wir an dieser Stelle halt auch nochmal wieder mit dem EGH, so heißt tatsächlich die Einrichtung bei uns im Hause, nochmal sprechen. Ich weiß aber, das Brett ist nicht ganz dünn, was wir da gemeinsam zu bohren haben. Auch ich wünsche mir da manchmal einen etwas pragmatischeren Umgang. Andersherum haben wir dann wieder besorgte Eltern, wenn wir... Okay, die 30 Sekunden sind rum. Ich glaube, besorgte Eltern von wegen Farbkonzept spielen jetzt nicht so eine Rolle. Frau Rasfeld, was sagen Sie dazu? Andere Probleme als ein Farbkonzept, ja ehrlich gesagt, also einmal würde ich Sie ermutigen, darüber hinaus zu gehen, also die zu streichen, aber dann, wir haben gerade eine Hannah-Arendt-Ausstellung in Berlin,
und da gibt es ein Plakat und da steht drauf, du hast nicht das Recht zu gehorchen. Aber ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, ich würde mir wünschen, dass ihr außer der Farbe euch um die wichtigen Themen in dieser Welt kümmert. Und wenn ihr ein Gymnasium sucht, was da den Friday gerade einführt über 3 Jahrgänge, kann ich dich gerne verbinden. Die sind richtig gut drauf und haben dadurch richtig Schwung gekriegt. Ja. Ich bange ein bisschen um die Stimmung im Herbert-Gymnasium. Aber Silke, du hast gerade ganz tief Luft geholt, jetzt bitte. Genau, weil ich glaube, wenn wir das gleiche Ziel haben, nämlich die Kinder fit zu machen, dass sie unsere Zukunft irgendwann gestalten, wenn wir alt sind, müssen die Kinder das ja machen und dann für uns tatsächlich eine gute Zukunft gestalten, dann müssen wir echt aufhören mit diesem Vereinheitlichen von jeder Schule. Das heißt, das fängt an bei Wandfarben, das hört auf bei einem gleichen digitalen Konzept für eine Stadt und jede Schule und gleichen Endgeräten. Das kann und das wird nicht funktionieren. Und an der Stelle großer Appell an alle Schulträger, unser Schulträger in Hatten macht es, der hört auf die Stimme jeder einzelnen Schule und jede einzelne Schule kriegt das, was jede individuelle Schule braucht. Und da braucht man kein Konzept für eine Stadt, da braucht man nicht das gleiche Endgerät für alle Schulen, da braucht man einfach das Herzhören von jeder Schule, weil da geht es um die Kinder. Das brauchen wir. Das stimmt und ist auch nochmal ein Applaus wert. Fühle ich mich motiviert, ein bisschen zu widersprechen. Ja, bitte, machen Sie das. Also erstmal glaube ich, dass jede Schule einzeln sich angeschaut werden muss. Dass jede Schule sich auch eigenständig entwickeln muss. Und wegen meiner soll auch jede Schule auch ein eigenes Farbkonzept haben. Und wegen meiner soll auch jede Schule unterschiedliche Endgeräte haben, wenn sie es dann gerne haben möchte. Trotzdem glaube ich, dass man ein Gesamtkonzept braucht, gerade als Schulträger. Weil ich glaube, was man braucht, ist eine funktionierende Technik in Schule. Und dazu braucht man ein zentrales Rechenzentrum, ich brauche zentrale Dienste. Was aber nicht heißt, dass Schule sich nicht individuell entwickeln soll. Da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Und ich glaube, dass auch kein Schulträger oder kein Schulleiter in der Stadt Oldenburg oder Schulleiterin sagen wird, dass sie es nicht tun kann. Weil ich glaube, nur dann sind wir erfolgreich, wenn wir eine bunte Bildungslandschaft in der Stadt Oldenburg haben. Nicht nur in der Stadt, sondern überhaupt in der Region. Nur dann, glaube ich, werden wir halt auch zufriedene Kinder haben. Und dann wünschte ich mir noch, wenn ich mir das wünschen darf, wobei der Minister ist leider nicht da, dass wir endlich aufhören mit über Vergleichsarbeiten, versuchen Schule gleich zu machen. Weil auch das beobachte ich, dass über PISA ein enormer Druck ausgeübt wird und dass Dinge dann doch wieder vereinheitlicht umgesetzt werden sollen in Schule. Und ich glaube, das ist nicht zielführend an der Stelle. Wenn ich den Blick von Frau Rasfeld richtig interpretiere. Ich hatte nur eine kurze Frage. Heißt Farbkonzept, ich darf meine Klasse nicht streichen? Ich bin nicht der EGH, aber jetzt müsste ich schon wieder aus. Ich darf nicht aussehen, ich habe nur 30 Sekunden Zeit. Nee, die sind ja auch schon rum. Dass eine Farbe muss eine bestimmte Qualität haben, aber dann können halt auch tatsächlich Eltern auch selber Unterrichtsräume streichen. Gehen wir mal in die Schlussrunde, weil wir laufen auf das Ende der Sendung zu. Herr Welp, Sie fühlen sich motiviert, Dinge von Frau Rasfeld mitzunehmen. Was könnte morgen früh ein erster Gedanke sein, den Sie versuchen, in die Tat umzusetzen, im Sinne von Schule im Aufbruch? Ich brauche gar nicht bis morgen warten. Ich sehe Frau Kleberg, das ist unsere Bildungskoordinatorin. Ach, dann muss die das machen. Ach, Frau Kleberg. Ja, dann komm doch bitte noch mal eben zu Frau Kleberg. Wenn Herr Welp die Verantwortung an Frau Kleberg abgibt, was machen Sie denn dann morgen früh, Frau Kleberg? Ja, ich freue mich auf die Bildungskonferenz. Im nächsten Jahr, okay. Im nächsten Jahr. Aber ich habe an morgen früh gedacht, Frau Kleberg. Ja, und gleich morgen früh werde ich mir überlegen, wie ich Frau Rasfeld einbinden kann und was ich sonst noch so organisiere. Okay, das liegt aber so ein bisschen in weiter Ferne. Und was könnte denn konkret für Schulen bei rumkommen? Also hier sitzen ja Kolleginnen und Kollegen. Für Schulen. Was könnte für Schulen, ja, für Schülerinnen und Schüler, ja? Was könnte für die im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung jetzt morgen früh dabei rumkommen? Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Schulen ganz schnell mit dem Friday starten. Aber das ist so ähnlich wie Herr Welp nicht für innere Schulangelegenheiten zuständig ist, kann ich das ja jetzt nicht beschließen oder planen. Aber das wäre mein Wunsch. Aber du bist Lehrerin, du kannst das morgen machen. Frau Rasfeld, es ist schwierig, was zu ändern, ne? Das ist gar nicht so leicht. Also ich bin ja anders drauf. Ja, ich ja auch. Und ich bin ja auch nicht Teil der Verwaltung. Und also ich glaube, dieses, wie schwierig alles ist und so, jetzt sehen wir ja auch bei Frau Müller die ganze Energie und so, und dann klappen auch Sachen. Und diese Annahmen, die sind so und die wollen sich ja nicht verändern. Das reißt keinen vom Hocker, ehrlich gesagt, Leute.
dieses Depressive und es wird sowieso nicht und Schulen verändern sich nicht, das nimmt doch keinen Menschen mit. Wir leben in einer Zeit, da sind die Herzen ganz offen. Ich rede in Unternehmenskonferenzen und da sitzen Manager, denen laufen die Tränen runter. Das wäre niemals passiert vor 10 Jahren. Der Unterschied zwischen einer Vision und einem, jetzt muss ich was verändern, der ist nämlich eine Vision, verbindet sich auf ein höheres Ziel und hat eine ganz starke Herzenergie. Und dann werden Energien auch freigesetzt. Und was klar sein muss, ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt nicht, jetzt kommt noch Add-on Bildung für nachhaltige Entwicklung da drauf und jetzt müssen wir noch was machen. Das heißt, wir entwickeln eine ganz andere Schule und dann geht es allen besser. Und in dieser Zeit, wo du alles umstellst, da musst du sehen, dass du die Leute mitnimmst und dass sie auch mal scheitern dürfen und mit Humor und so weiter. Aber es ist kein Add-on. Es ist nicht, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getragen. Es ist auch kein Trend. Es ist notwendigste Zeit, liebe Leute. Wo sind wir denn mit unserer Gesellschaft? Wir haben keine Zeit mehr zu warten. Wir können nicht die nächste Generation von Jugendlichen deckeln. Die haben ja die Kraft in sich. 5 Jahre, ja, bitte. Vor 5 Jahren sind die Klimaziele unterschrieben worden in Paris. Sage und schreibe, 193 Regierungschefinnen und Chefs haben da persönlich unterschrieben. 5 Jahre sind rum, 3380 Tage, Frau Rasfeld, sind es noch, ne, bis 2030. Ihr seid auf einem ganz guten Weg. Was nimmst du als nächstes Projekt so mit deinem Kollegium, mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern so an? Was könnte es sein? Ein Freitag? Nein, das nehmen wir im Moment nicht an, weil wir tatsächlich gerade versuchen, sehr frei zu arbeiten in der Zeit, die wir da haben. Also den Freitag an sich, das wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, jo, das gehen wir jetzt auch sofort an. Für uns ist es wichtig, diese Nachhaltigkeit überhaupt weiter in den Blick zu nehmen, noch mehr zu schärfen, um zu sehen, ey Leute, wo wollen wir hin? Eben diese Zukunft noch ein bisschen retten, wenn es dann irgendwo geht. Als kleinen Schritt nehme ich aber jetzt für morgen früh erstmal mit, dass es unglaublich wichtig ist, den Kollegen, aber auch den Eltern und den Kindern, jeden Tag in diesen echt dunklen Zeiten, jetzt kommt auch noch der Herbst und die Herbstdepression bei einigen, Mut zu machen, dass es einfach Spaß macht, in dem Job zu arbeiten, den wir haben und dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, als wir manchmal uns selber vorgeben oder eben annehmen, dass wir sie nicht haben. Wir haben viel Freiheiten. Wir haben ganz viel Zeit zu lachen am Tag und das ist im Moment für mich das Wichtigste, bevor ich große Projekte angehe, weil die Zeit im Schuldienst echt anstrengend ist, gerade unter diesen Bedingungen. Das kann ich bestätigen. Als Externer bei euch ist es mitunter sehr, sehr lustig. Ja. Frau Rasfeld, was geben Sie uns noch mit? Sie haben gerade schon so einen Appell gesagt, Leute, kommt aus dem Quark, seid fröhlicher, das reißt hier nichts irgendwie so. Ja, habe ich da hingelegt. Ja. Gut. Das reicht völlig aus. Ne? Wunderbar, ganz vielen Dank. Ja. Frau Rasfeld, schön, dass Sie hier gewesen sind. Frau Müller, Silke auch wunderbar. Herzlichen Dank für die engagierte Teilnahme. Herr Welp, tut mir leid, dass ich da ein bisschen jetzt so ein bisschen fies war vielleicht mitunter. Können Sie aber, glaube ich, gut aushalten. Und Herr Gögel, Sie haben die Aufgabe, uns jetzt zu verabschieden, auf die nächste Veranstaltung ja, vorzubereiten im Prinzip. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich hoffe, wir haben das eingelöst, was ich zu Beginn meiner oder zu Ende meiner Begrüßung gesagt habe, dass wir einen erkenntnisreichen Abend haben. Dieser Abend hat das deutlich gemacht, wofür Volkshochschulen da sind, nämlich eine Diskursplattform zu sein, wo man im unterschiedlichen Meinungsaustausch sich auf einen Weg verständigt oder zumindest sieht, in welche Richtung es gehen sollte. In diesem Sinne machen wir unsere Kompassreihe weiter, nämlich am 27. Oktober mit einem sicherlich für Oldenburg nicht minder polarisierenden Thema unter der Überschrift Verbietet das Bauen. Da wollen wir uns darüber auseinandersetzen, wie Oldenburg eine lebenswerte Stadt und für alle Menschen, die ihn brauchen, dann auch den entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Heimweg. Wenn Sie das Buch von Frau Rasfeld erwerben wollen, haben Sie die Möglichkeit, das am Ausgang zu tun. Ansonsten bitte ich Sie, im gebotenen Abstand zu gehen, in diesen besonderen Zeiten. Und wenn Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen die Diskutanten Ihnen jetzt auch noch nach dem Ende der Veranstaltung zur Verfügung.
Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.